Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zum nächsten Streamerino. Heidenheim gegen den FC Bayern München. Es ist das nächste Spiel in der Bundesliga, was ansteht. Herzlich willkommen schon an über 100 Leute. Helena am Start, was geht ab? Anni natürlich, Liam, Shadow Nico, Borussia Dortmund, Felix Grimm, Tobias Jagoda, Gregor natürlich, auch T dabei, Ashraf sehe ich, Tamino Hausch, Fußball Edits, Steffi am Start, Herr Like. Dari, Karina, Moritz, ich, Dreif, FFF, Lukas, was geht ab? Herzlich willkommen an alle, die hier am Start sind. Und ja, wir haben Bayern gegen Heidenheim und Bayern gegen Heidenheim, ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit. Wir checken die Startelf ab. Wir haben Ulreich, Upamecano und Minjay, okay. Das ist schon mal ungewöhnlich. Kimmich, Serge Gnabry, Startelf, Comeback. Goretzka, Kane, Davis, Müller, leider wieder Leimer und Jamal Musiala. De Ligt und Dier auf einmal beide wieder auf der Bank. Ich, Junge, Thomas Tuchel, der Kerl wird mir zu viel. Thomas Tuchel wird mir zu viel. Was stellt der hier schon wieder an? Was zur Hölle denkt er kocht da? Auf einmal die Innenverteidigung wieder umzuwerfen. Was denkt der Kerl sich? Er wirft auf einmal wieder die Innenverteidigung um. Ich pack das nicht mehr. Ich pack das nicht mehr. Er wirft wieder die Innenverteidigung um. Es ist ja nicht so, als wäre Dienstag direkt das nächste extrem wichtige Spiel. Ich kann es euch ja zeigen. Für alle, die es zufällig nicht auf dem Schirm haben. Dienstag, Bayern gegen Arsenal London, aktiviert da ein Like, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke. Dienstag, ihr wisst es, es ist ein fettes Champions League Spiel, da bin ich schon ab 19 Uhr am Start. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr da in dem Stream natürlich auch einschaltet. Quatsch, das wollte ich gar nicht, wollte das hier wieder aufmachen, während ich schnell das auf TikTok und YouTube Shorts hochlade. So, schnell das Cover noch bearbeiten, irgendwo hier vernünftig. Ja, zum Ende hin habe ich geguckt. FC Bayern Aufstellung versus Heidenheim. So. Das lade ich schnell hoch und dann bin ich sofort bei euch da wieder. Zack. Senden. Weiter. Oh. Den Livestream hinzufügen. Zack. Öffentlich. Und auch hier. Zack, bestätigen. Öffentlich. Das zu öffentlich. So. Das Video ist veröffentlicht. Mit dem richtigen Titel bitte. Ja. Und das TikTok. 99% ist auch sofort am Start. Gnabry kann ich noch verstehen, da er eigentlich gute Leistung gebracht hat, aber Tell ist trotzdem schade. Ja klar. Aber es war nicht irgendwo. Es war 100% absehbar, dass Thomas Tuchel eher Serge Gnabry dann jetzt spielen lässt, da nachdem er jetzt die letzten paar Spiele wieder zurückgekommen ist und eingewechselt wurde, anstatt dass er da jetzt spielt. Das war schon, habe ich auch vorausgesagt, aber dass Minjay und Upa in der Innenverteidigung stehen, das überrascht mich schon wirklich sehr. Das finde ich schon sehr, sehr krass. Und alle, die gerade jetzt hier, jeder von euch, jeder Einzelne, der jetzt gerade in diesem TikTok-Stream ist, ne, ihr macht da oben, glaube ich, irgendwo, ihr macht das Plus weg, ihr geht jetzt alle mal gerade auf mein Profil und ihr lasst jetzt alle einen Kommentar da unter dem TikTok, was ich jetzt gerade hochgeladen habe, meine Reaktion auf die Startelf, alle ein Like da lassen, alle einen Kommentar lassen, erneut veröffentlichen. Ich lese die Leute einfach vor, die ein Like da lassen jetzt auf dem Video, die da gerade reinkommen, lese ich vor, kriegt ihr ein kleines Shoutout und einen Kommentar, macht es, dann kriegt ihr ein bisschen Power, so wie Max folgt rein, Ali-Antep folgt rein, Ali hat es auch kommentiert, Mats und Metatrick haben das Video schon geliked, Costa hat es reingefollowt, gucken, ob es schon wieder aktualisiert ist, Likes, Anni gefällt das, Lukas gefällt das, Annie, Luca und noch, warte mal, vier anderen sehe ich hier auf die vier anderen, so, guck mal hier, Luca, Kerla, Luca, Insane, David Wolf, Elias, gute Arbeit, weiter so, fleißig liken. Und natürlich reinfollowen, ne? Reinfollowen und auch auf dem Stream viele Likes da lassen. So, weiter, wer hat es denn? Tete kommentiert, Upa raus, De Ligt rein, Kjell Preis kommentiert, moin,
Anni kommentiert 4 aus 10 Aufstellung, Luca kommentiert nur der FCB, Lena sagt Tell soll rein, Insane schreibt Bayern, Fabi 07 sagt Bayern gewinnt, Max kommentiert Zweiter. Guck mal, so geht das doch, so kann man das Video doch direkt mal gut von Anfang an pushen. Wo ist Sané? Leroy Sané ist verletzt. Nur der FCB, Ennis sagt es okay, CR7 Gold schreibt for real auf den anderen Kommentar, Metatrick kommentiert Moin. Ah, das gefällt mir, weiter so, gut so. Wenn wir heute die 500 Zuschauer knacken, verschenke ich 10 Mitgliedschaften. Ich denke mal, 500 Zuschauer sollten auf jeden Fall drin sein, aber ich muss sagen, ich habe es nicht verdient, weil ich habe das Abo-Ziel nicht gepackt. Von daher würde ich es auf jeden Fall verstehen, wenn das nicht kommt, beziehungsweise ich habe es nicht verdient. Abo-Ziel nicht gepackt, ich habe es nicht verdient, die Mitgliedschaften. Deswegen, das ist auch in Ordnung, wenn du das stecken lässt. So, wir checken jetzt erstmal in der FCB Inside App die Startaufstellung, wie der FC Bayern denn hier taktisch dann in diese Partie reingehen wird. Und zwar Fokus noch an. Wollt ihr mal sehen, wie mein Homebildschirm aussieht? Na, lieber nicht. So, wir gehen hier wie immer in Echtzeit in die FCB Inside App her rein. FCB Inside. Und was sehen wir denn hier? Knapp daneben ist auch vorbei. Ja, so sieht's aus, leider. Und es war knapp daneben. So, wieso lädt es jetzt hier nicht? Connection, Internet. Bitte. Geht doch. Ganz neue Innenverteidigung. Und das überrascht mich auch. Und das ist, das werden wahrscheinlich jetzt nicht viele von euch, vielleicht sehen das nicht viele von euch, aber ich liebe dieses Auge fürs Detail. Denn auf diesem Bild sehen wir Dayopa Mekano in dem Trikot, was der FC Bayern München heute tragen wird. Und diese Liebe zum Detail feiere ich und deswegen ist die FCB Instagram einfach so, so super geil. Ich schicke euch den Link nochmal rein, beziehungsweise ich schicke euch den Link rein. Darüber könnt ihr die App herunterladen. Wenn ihr es über meinen Link herunterladet, supportet ihr mich. Ihr habt eine geile App und FCB Instagram ist auch fröhlich. Von daher ist das ein absolutes Win-Win-Win-Szenario für alle Beteiligten. Und hier sehen wir die Aufstellung. Es ist echt eine Überraschung, muss ich sagen. Kimmich als Rechtsverteidiger natürlich klar. Die Innenverteidigung, Upamecano und Min-Jae Kim, das ist krass. Das ist richtig, richtig krass. Wundert mich wirklich sehr, denn haben wir noch hier die Bank auch irgendwo stehen? Nicht, dass ich jetzt so flott finde, aber dass De Ligt und Dier halt einfach beide auf der Bank sitzen, das ist schon irgendwie krass. Vor allem Tuchel hat De Ligt noch gelobt in der Pressekonferenz unter der Woche. Aber naja, dann haben wir natürlich Davis auf der linken Seite, auch wenn der nicht gut gespielt hat. So ist das halt leider. Goretzka, Leimer, Doppel-6. Auch für beide gilt das Gleiche. Goretzka, ganz, ganz unterschiedliche Leistungen, die er bringt. Aber, keine Ahnung, letztes Mal war nicht gut davor. Die Spiele waren extrem gut. Leimer, kein großer Fan von. Links Musiala, auch er war im letzten Spiel echt schwach. Rechts Serge Gnabry, gespannt, wie er sich wieder macht, wenn er jetzt von Anfang an spielt, in der Startelf beginnt. Thomas Müller auf der 10 und ganz vorne drin im Sturm haben wir natürlich Harry Kane. Heidenheim mit Müller im Tor, dann Traoré, Mainka, Gimba und Föhrenbach. Davor stehen Maloney, Dingchi, Schöppner, Beck und Jan-Niklas Beste. Und ganz vorne drin im Sturm dann Tim, heißt glaube ich Kleindienst. Also ihr ladet euch, ich schicke es nochmal rein, die FCB Inside App herunter. Würde mich sehr freuen, wenn ihr es über meinen Link eben macht. Der ist auch, ich glaube, alle, die auf TikTok gucken, in meinem Linktree, in der Bio ist der auch dabei. Würde mich sehr freuen, Leute. Da kriegt ihr alle neuesten News. Ihr seht, was hier heute auch schon wieder alles am 6. April an News gepackt wurde. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich danke euch. Und holy shit, Dicker! Tief verschenkt 20 Mitgliedschaften und hat vorher schon eine verschenkt. 21 Mitgliedschaften, die T einfach mal so rausholt. Holy fucking shit, Dicker! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Hier. Oh. Ich dachte, es wird automatisch zum Herzen, Junge. Alle mal Liebe, Liebe, Liebe für T da lassen. Das ist alles andere als selbstverständlich. Das ist absolut verrückt. Aber ich danke dir. Das sind 100 Euro, die er hier gerade verschenkt hat. Mit der davor 105 schon. Von daher absolut Kuss, Kuss, Kuss. Ganz viel Liebe. Lasst alle Liebe da an T. Ich weiß gar nicht, mal gucken, wer jetzt alles hier gerade eine Mitgliedschaft davon bekommen hat. Angel FCB, Leon, Tobias Jagoda, der guckt wirklich jeden Stream zu, der hat es verdient. Robin, Liam auch immer am Start, Borussia Dortmund, Eisgrauer, Simone Fellauer eine bekommen, FC Bayern, Shadow Nico kriegt auch eine, Rabenfelder, Ashraf, Rode Deluxe, Joshua, Nikusch, Joel FW, Matt, Jan R auch schon seit Ewigkeiten dabei, Nico Games oder Nico Games, crazy, absolut Liebe, da lassen die wirklich, bist ein verrückter Kerl. Vielen, vielen, vielen Dank, Mann.
Vielen, vielen Dank. Und auch danke an alle, die auf TikTok hier was gespendet haben. Annie, Insta-Nee mit Rosen, Honig im Kopf mit einem Teamherz. Insta-Nee mit einem Teamherz. Danke, danke, danke. T, wirklich. Kuss, Kuss, Kuss. Kuss, Kuss, Kuss. Herz. Liebe geht raus. Liebe geht raus an T. Das ist ja absolut, absolut crazy, was der Mann hier gerade angestellt hat. Wow. Lia, welchen Flock hast du auf dem Trikot? Den Harry Kane. Und T haut noch 10 raus. Bruder, hör auf, bitte. Ich fühle mich so schlecht. Danke, danke, danke an Klolo, an Lennart, an Master, an Yannick Schumacher, an The Millennium, an Lena K., an Prisma Herbst HD, an Otto von Dripmark und Philipp X. Haben wir, und Finlay, haben wir Mitgliedschaften geschenkt bekommen. T, es ist too much. Es ist too much, Mann. Bitte. Hör auf, T. Ich danke dir vom ganzen Herzen, aber das ist zu viel. Das ist zu viel. Das ist einfach too much. Meine Güte. Ah, lol. Oh mein Gott. Sorry, Leute, alle, die auf TikTok zu gucken. Das ist noch das falsche Bild. Das wird gleich aktualisiert. Aktualisiere ich jetzt gleich mit dem Bild. T, wirklich einfach geisteskrank. Einfach geisteskrank, Junge. Was ein Macher. Was ein... Oh. Heftig. Oh, heftig, heftig, heftig. So. Dann möchte ich hier mal jetzt die Bayern-Aufstellung bauen. Und da gibt es ja gar nicht so viel zu ändern im Vergleich zum Dortmund-Spiel. 3 Änderungen sind es dann aber nur an der Zahl. Und zwar haben wir hier natürlich Trainer Thomas Tuchel. Und dann spielt hier mit der... Oh, was hat... Ich gucke nochmal kurz in die FCB Insta, ich bin mir gerade echt nicht sicher. Und ja, ihr macht's gut, Leute. Alle, die von T jetzt gerade eine Mitgliedschaft geschenkt bekommen haben, bedankt euch mal ganz artig. Bedankt euch mal ganz artig. Ja, hier wird Upamecano stehen. Und dann haben wir hier Minjay. 2 und 3. Die passen. Hier steht die Nummer 7. Ach, ich freue mich. Serge Gnabry hat so eine gute Vorbereitung gespielt. Ich freue mich wirklich sehr, dass der wieder zurückgekehrt ist. Ich freue mich wirklich sehr. So, ich muss mal hier kurz die Aufstellung aufmachen. Und nochmal, wer hat alles noch unter meinem... Wer von TikTok hat noch unter dem Aufstellung, unter meiner Reaction kommentiert? Ich aktualisiere mal kurz. Und dann checke ich das ab. Roger kommentiert nur der BVB. Schade. Christoph hat was geliked. Leon hat was geliked. Steinmann Thomas ist reingefollowt. Matteo hat reingeschrieben für Arsenal schon. Fragezeichen. Honig im Kopf. Da geliked, da gelassen. Insane folgt. Roger und Flo haben was geliked. Sehr gute Arbeit, Jungs. Weiter so. Ich dachte gerade, das Video hat schon 13.000 Aufrufe aus dem Nix. Lol. Schreibt T dazu auch irgendwas? Ah, da. Lasst alle ein Like und ein Abo da. Kuss, Kuss, Kuss schreibt er nur selbst. Wow. Hammerkerl, wirklich T. Vielen, vielen Dank. Das ist alles andere als selbstverständlich. Alles andere als selbstverständlich. Danke, danke, danke für den Support. So. Dann check ich nochmal kurz die Heidenheim-Aufstellung, denn bei denen wird das wohl auf ein... Sieht wohl nach einem 4-1-4-1 aus. Okay, was hat Heidenheim für ein Heimtrikot? Das ist einfach rot. Heidenheim Heimtrikot. Hoppala. Yep, das ist einfach rot. Das ist gut. Dann kann ich das hier gleich einfach alles rot machen. Aber wir bauen das erstmal ein bisschen um, denn dich nehme ich hier einfach einmal raus. Das ist die Frage, wie ich hier die Spieler alle unterkriege, ob das passt, wenn es er hier einfach noch auch mit drin steht. Das sieht mir nach einem knackigen 4-1-4-1 aus. So, dann haben wir im Sturm mit der Nummer 10 Tim Kleindienst. Jetzt habe ich irgendwie Angst, dass ich noch was von tiefer passe, Alter. Ich muss mal hier irgendwo... So, okay, ich glaube, so sollte ich nichts verpassen. Der ist doch verrückt. Ich danke dir. So, im Tor steht mit der Nummer 1 Kevin Müller. Dann haben wir rechter Verteidiger vom VfL Osnabrück ehemals. Ups, wieso? Mit der Nummer 23 Omar, auch Hakko genannt, Traoré. Den Kerl habe ich übrigens schon mal, war ich schon mal bei einer Videoaufnahme dabei, bei meinem Praktikum beim VfL. Dann haben wir daneben Mainka. Mainka. Mainka und Gimba in der Innenverteidigung. Auf links spielt dann, ach guck mal, Nummer bleibt. Und den Namen ist ändern, Föhrenbach. Auf der Nummer 8er Position. Auf der 6 haben wir mit der Nummer 33 Maloney. Maloney, Maloney, wo kommt der her? Was ist der USA-Name? Habe ich mir schon gedacht.
Maloney. Dann vor Omar Traoré spielt mit der Nummer 8 der neueste Spieler vom SC Freiburg, Ehren Dingchi. Daneben im Zentrum spielt mit der Nummer 3. Okay, das passt irgendwie nicht so ganz. Schöpner. Dann haben wir daneben 21, zum Glück ein kurzer Name. Beck. Und danach einen meiner persönlichen Lieblingsspieler. Warum auch immer. Jan-Niklas Beste. So, dann machen wir die Trikotnummern alle noch eben weiß. Das passt dann ja soweit. Und dann, ups. Und dann kann es hier weitergehen. So, und die Nummer weiß. Und die Nummer weiß. Zack. 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 Seht ihr das überhaupt alles? Ja, ihr seht das. Zack. Und dann machen wir jetzt dafür aber noch hier die roten Sachen rot. Und dann haben wir hier die schönen Trikots von Heidenheim. Wir sprechen jetzt gleich auch über die Tipps, Leute. Ich muss sagen, ich habe es gestern in meiner Reaction erwähnt. Ich hoffe, ihr habt alle meine Reaktion auf die Pressekonferenz gesehen. Wenn nicht, wir haben ja noch eine halbe Stunde bis zum weitaus, ja, okay, 40 Minuten. Vielleicht wollt ihr es euch dann ja noch reinziehen. Ihr hättet auf jeden Fall noch kurz die Zeit dazu. Aber ich muss sagen, ich habe kein gutes Gefühl für dieses Spiel. Ich kann es nicht so richtig begründen auch. Gestern die Pressekonferenz kam irgendwie auch schon komische Stimmung vor. Das ist einfach mein allgemeines Befinden. Ist einfach irgendwann. Ich habe ein ganz komisches Gefühl für diese Partie. Ein bisschen so wie vor dem Spiel gegen den VfL Bochum. Vielleicht einfach auch, weil das letzte Spiel gegen den BVB halt echt richtig schlecht auch war. Damit hat es sicherlich auch was zu tun. Ich muss einfach sagen, ich habe ein echt schlechtes Gefühl für diese Partie. So, guck mal, da haben wir die fertige Startelf drin. Jetzt noch für TikTok eben das fertige Ding machen. Oh, alter, Insta-Ne hat auch 10 Flammenherzen geschickt, danke. Aber es ist ein anderer Insta-Ne. Hier sind zwei verschiedene Leute mit dem Namen Insta-Ne drin. Das ist ja verrückt. Einmal Insta-Ne.fcb. Und einmal Insta-Ne, lol. Danke für die Flammenherzen und danke für das Fingerherz, Honig im Kopf. So. Heidenheim und dann schreibe ich hier FC Bayern hin. Vertikal Streamlayer Nummer 23. Und transparenter Hintergrund, Download, 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 das passt perfekt, das. Den Hasen speichere ich mir hier, den Hasen speichere ich mir dahin, tak, 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 und auf TikTok sieht es auch wieder besser aus. So, so, wer wäre der perfekte Trainer für Bayern? Ich, ganz ehrlich mit euch, ich habe keine Ahnung, wer wirklich der Trainer für den FC Bayern wäre. Wovon ich eine Ahnung habe, Leute? Dienstag ab 19 Uhr, Champions League live bei mir. Bayern bei den Gunners in Arsenal zu Gast. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch das hinter die Ohren schreibt. Ihr werdet nach diesem Stream sowieso daraufhin weitergeleitet. Würde mich ganz schön dolle freuen. Zack. So, und da kommen jetzt auch die ganze Zeit die ganzen Mitgliedschaften reingeflattert. So, 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 so. Also Bayern, bei Bayern übrigens auf der Bank. Perez, De Ligt, Choupo, Dier, Brian, Guerrero und Tell. Das ist schon wieder, es sieht schon wieder so schlecht aus. Es sieht schon wieder so, so, so schlecht aus, ey. Boah, ist das übel. Das ist vor allem, das ist richtig toll übel. Hast den Heidenheim-Trainer im Overlay vergessen? Lol, stimmt, dankeschön. Dankeschön. Wie heißt der gute Mann nochmal? Ich hab's auf der Zunge, ich hab's auch extra jetzt ja gerade eben nachgeguckt. Aber ich komme nicht drauf. Oh, Hamburg führt gegen Lautern. Ein Kollege von mir ist im Stadion. Oh, nee. Wer ist der Kerl nochmal? Frank Schmidt. Ja, oh. Schmidt mit DT. Frank Schmidt. Ach, Mann. Passiert einfach auch zu selten, dass ich mal eine perfekte Aufstellung hinkriege vorher. Frank Schmidt. Zack. Buchstaben dazu, nicht alle Seiten runterladen, nur die erste Seite, transparenter Hintergrund. Dann Canva Pro sparst du 4 Euro. Da kommt jetzt auch bald wieder eine fette Zahlung für mich hin. Und danke nochmal, Alter, noch mehr TikTok-Spenden die ganze Zeit. Danke, danke, danke an, ich sehe da nicht mal den richtigen Namen, an Bayern-Fan 0 für Rosen und Teamherzen und Eiswaffeln. So, wo haben wir denn jetzt hier die Anzeige? Layout anpassen, Heidenheim, fertig, Zorg.
Und so sieht es da richtig aus. Perfekt. So. Beim Football steht, dass Masraoui wohl im Sommer Verkaufskandidat Nummer 1 ist und Transferflop ist. Was sagst du dazu, Lia? Warte mal. Also Transferflop ist natürlich relativ gesehen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass man für Masraoui keine Ablöse bezahlt hat. Oder vertue ich mich da jetzt? Nee, gut, man hat ihn halt ablösefrei geholt, Marktwertsteigerung, man kann ihn verkaufen, klar, man hat wahrscheinlich, man ist davon ausgegangen, dass er wesentlich besser spielt, als er spielen könnte. Haben wir ein paar Mal gesehen, zum Beispiel letzte Saison, als er dann eben gegen dieses, es ist immer wieder dieses Hinspiel gegen Barcelona in München, da hat er so gut gespielt und war richtig, richtig, richtig gut unterwegs auch, aber hat er nichts gemacht, er ist 26 Jahre alt, hat sicherlich einen guten Markt. Es gibt bestimmt einige Teams, die ihn haben wollen. Gerade das ist so ein Prototyp, den kannst du halt nach England ohne Probleme, solltest du den wahrscheinlich nach England verkaufen können. Von daher, es ist wahrscheinlich ein Markt da für Nusir Masraoui. Kann ich mir gut vorstellen, dass er im Sommer gehen wird. Man hat Sacha Boey, auch einer, der potenziell gehen könnte. Joshua Kimmich, Rechtsverteidiger. Für mich auf keinen Fall eine Dauerlösung. Und da vielleicht, da stimmen wahrscheinlich einige nicht zu. Wahrscheinlich werden mir viele von euch da nicht zustimmen, aber ich sage, ehe wir Joshua Kimmich wirklich als Rechtsverteidiger dauerhaft einsetzen, musst du den im Sommer verkaufen. Verkauf den im Sommer, anstatt den dauerhaft als Rechtsverteidiger einzusetzen, weil der defensiv einfach zu schwach ist. Kimmich ist kein guter, richtig guter rechter Verteidiger und das vor allem nicht für den FC Bayern. Gutes TikTok rausgemacht. Weiß nicht, vielleicht stimmt ihr mir da nicht zu, aber ja, wo ist Pavlovic? Immer noch krank, tatsächlich. Der ist krank, der hat einen Infekt. Seit einigen Wochen fehlt der Kerl leider. Leider, leider, leider. Moment, Spiel übertragen. Nur bei Sky. So, ich mach mal, glaube ich, das hier rüber. Das mache ich kurz hier rüber. Ich mache hier das Fenster hin. Ich öffne. Wow, okay. Ich muss so ein WLAN tippen und es startet direkt. Schön. Und dann connecte ich mal meine Kopfhörer Renews. Die sollten sich sogar eigentlich direkt connecten. Gucken, ob es geklappt hat. Ja, okay, das klappt nicht. Hat direkt geklappt. Hat direkt geklappt, schön. So. So, dann mache ich mir ja mal den TikTok-Chat offen. Alter, ihr habt schon 5000 Likes auf dem Stream da gelassen. Macht weiter. Lasst 30 Likes da. So, natürlich der. Ach, ich hasse das. Es ist so viel cooler, wenn Bayern das schön auf entspannten Abendspiel hat. Der Vorbericht die ganze Zeit exklusiv nur zum FC Bayern. Das ist viel cooler. Das ist viel besser. Ah. Fast ein Spieler, Torsten Lieberknecht, für die Mainzer gemacht. Mainzer! Ich sehe ihn jetzt gerade, weil er hier im Interview ist. Tja, so liegt das. Fokus liegt auf Arsenal, ich bin gespannt. Wie gesagt, jetzt nochmal, ich habe es eben gefragt, ich habe aber nicht hingeguckt. Wer von euch, der jetzt gerade im Chat ist und wir fliegen immer noch diese Mitgliedschaft rein, ist das krank? Ist das krank? Wer von euch, die jetzt hier gerade den Stream gucken, hat gestern mein Reaction-Aufstellungsvideo gesehen. Wer von euch hat das Video gesehen? Juul Feuerwehr, moin. Ich. Okay, ihr habt scheinbar alle gesehen, okay. Ich finde, da, also Thomas Tuchel sagt, am Anfang sagt er, ja, nee, also, er hat irgendwie, also, kurz Gedanken sortiert. Tuchel sagt einerseits, ist mir total egal, Arsenal-Spiel ist ganz egal jetzt, wir gucken nur auf das Spiel jetzt am Wochenende. Aber in einem anderen Atemzug sagt er, ja natürlich, der Fokus liegt komplett auf Arsenal. Und ich glaube, dass hier könnte der FC Bayern heute wirklich verlieren. Ich werde natürlich auf Sieg Bayern tippen, aber ich kann mir hier wirklich eine Niederlage vorstellen. Ich wünsche es mir natürlich nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir wirklich vorstellen. Platz 2 in der ersten Bundesliga wäre auch wichtig. Ja, ja, klar. Also ich meine, und muss ich euch jetzt hier nicht erzählen, ne, wie es in der Tabelle aussieht. Ne? Na, guck mal, Lautern ist zu Ende. Aber hier gucken wir uns die Bundesliga an. Ich meine, ne? Klar, einer von den beiden direkten Verfolgern wird heute Punkte liegen lassen. Das ist klar. Wenn Bayern heute gewinnt, Dortmund lässt Punkte liegen, so, dann ist man 10 Punkte vor. Dann sind es noch natürlich 5 Spieltage. 1, 2, 3, 4, 5. Hä, bin ich blöd?
1, 2, 3, 4, 5. Dann sind es noch 6 Spieltage, Leute. Was habe ich denn hier gerade gerechnet, hä? Dann sind es noch 6 Spieltage. Tja, muss man gucken. Da kann man natürlich das noch verspielen, aber eigentlich, gerade auch bei den Gegnern, die jetzt vor allem beim BVB noch kommen, ich habe Leipzig gar nicht auf dem Schirm, wie es bei denen aussieht, Termine, was bei denen jetzt noch so ansteht. Haben die noch ein paar schwierige Spiele? Ja gut, die haben nochmal Dortmund. In Heidenheim ist immer schwierig und ja gut, der Rest der Spiele, das hält sich in Grenzen, die sind alle in Ordnung. Dortmund natürlich sehr schwer, VfB Stuttgart, Bayern spielen auch noch gegen Bayern, ne? Auch da haben wir noch das direkte Duell zwischen den beiden Mannschaften. Wenn wir mal kurz jetzt hier nach unten scrollen, ja. Gut, Stuttgart hat noch Leverkusen vor der Brust, hat noch Bayern vor der Brust, heute den BVB. Die können auf jeden Fall da auch nochmal Punkte liegen lassen. Also es wäre wichtig, auch trotzdem, man sollte nicht auf die anderen verlassen, auf die Gegner, sondern halt einfach seine eigene Leistung bringen. Und das wäre wichtig. Und das fängt hier heute mit 3 Punkten an, die man in Heidenheim holen muss. Und in Heidenheim ist es nicht einfach. Was tippst du heute? Haut mal erstmal ihr eure Tipps in den Chat und danach sage ich euch meinen Tipp. Haut mal erstmal eure Tipps in den Chat. Bayern ist das Auswärtsteam. Denn denkt dran, Bayern ist das Auswärtsteam. 4-1 Heidenheim, jo klar. 5-2 Heidenheim, ihr brennt doch. 3-2 Heidenheim. 2-1 Bayern, 2-1 Heidenheim, 4-0 Heidenheim, 1-3, 1-4, 0-3, 2-6, 2-1, 0-4, 0-2, 0-3, 1-3, 0-3, 3-0, 0-4, 2-1, 2-0, 2-1, 4-1, jo, 0-6, sagt Cian. 1-2 oder 1-3, 0-3. 0-3, 0-4, 1-3, 2-3, 0-7 für Bayern, knackig. 1-0 Heidenheim, 0-4, 3-0 Bayern, also ja, 2-1 für Heidenheim, 4-2 Heidenheim, ganz klassisch, okay. Heavy, heavy, heavy. Ich glaube, ich habe ein echt schlechtes Gefühl und ein echt komisches Gefühl für diese Partie. Aber ich gehe mit 0-2 für den FC Bayern München. 0-2, 3 wichtige Punkte einfach einsacken, kein Tam-Tam, kein Hack-Mack einfach holen. Und Anni, danke für die Eiswaffeln, die da geschickt wurden. Danke für die Eiswaffeln. So, übrigens, es fehlt noch genau ein neuer Abonnent, dann stehe ich bei 54.900. Und wenn wir dann heute noch 100 weitere dazu bekommen, dann gehen wir auf 55.000 hoch. Es wäre mir sehr erfreut, es würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das heute packen. Tipp gegen Arsenal, glaube ich, 4-0 am Dienstag. Tipp gegen Arsenal bekommt ihr dann Dienstag ab 19 Uhr. Da wird es dann meinen Tipp für Bayern gegen Arsenal geben. Ich habe die Seite schon eingerichtet, Leute. Ich kann euch auch mal kurz den Link in den Stream schicken, falls schon wer die Benachrichtigung aktivieren will. Das würde mich sehr freuen. Und jeder, der die Benachrichtigung aktiviert, kann ja hier mal in den Chat reinschreiben, dass er die Glocke aktiviert hat. Dann kriegt ihr ein kleines Shoutout, ein kleines Dankeschön. Und ansonsten werdet ihr am Ende vom Stream direkt darauf weitergeleitet, könnt dann die Glocke da aktivieren und da am Start sein. Aber Hauptsache, ihr seid am Start. Am kommenden Dienstag. Ich habe richtig Bock. Anzug ist schon wieder vorher ausgepackt worden. Anzug ist parat. Es kann hier richtig losgehen. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne auch bei dem Stream, auf dem ihr gerade zuguckt, einen Daumen nach oben mal direkt da lassen. Und mich würde es natürlich auch freuen, wenn der eine oder andere den Kanal hier abonniert. Wir haben auch, guck mal, da seht ihr es, 54.900 haben wir gepackt. Vor dem Arsenal-Spiel sollten wir 55.000 auf jeden Fall auch voll machen. Und natürlich, auch wenn T so viele Mitgliedschaften verschenkt hat, kann jeder von euch selber alleine auch eine Mitgliedschaft abschließen. Ab 99 Cent würde mich sehr freuen. Und Maxi09FCB sagt, er hat die Glocke aktiviert im anderen Stream. Da freue ich mich doch. Juli Talks auch, Like auf dem Dienstagstream ist schon da gelassen und Glocke ist aktiviert, so muss das. So, Oscar, Alter. Oscar und Michelle, danke für eure Follows. Danke, dass ihr auf TikTok reingefollowt seid. Und Luca, willkommen im Stream. Musiala 10, willkommen im Stream. Glocke ist aktiviert, so muss das. So muss das. Und ich sehe ein paar Likes noch dazugekommen. Geil. Gute Arbeit, Leute. So, mal gucken, was wir hier noch auf Twitter bekommen. Irgendwas an News. Boah. Thomas Müller macht heute sein 700. Spiel für den FC Bayern München. Nur Sepp Maier hat mehr. 709 und... Oh mein Gott. Ja doch, Thomas Müller wird das brechen. Thomas Müller wird das brechen, die 709 Spiele. Aber nicht mehr in dieser Saison. Es sind danach noch 6 Bundesligaspiele. Oh mein Gott. Wenn der FC Bayern München in der Champions League nicht weiterkommt, dann wird Thomas Müller bei 708 Spielen stehen, weil man jetzt zweimal Champions League hat und 6 Spiele in der Saison noch. Krass.
in der Bundesliga. Armer Kerl, ist das krass. Ist das crazy, der Rekord. Ole. Krass, ey. Kein Feldspieler hat so viele Spiele wie Thomas Müller gemacht. Ist das heftig. Ist das heftig, Mann. Bayern gewinnt die Champions League einfach. Ja, kann man auch machen. Könnte man auch machen, aber das... Das wäre schon wirklich interessant. Das muss, wie auch immer das funktionieren soll. Hey, was glaubst du, läuft in der Champions League für eine Innenverteidigung auf, Jungs? Ich kann es euch, ich habe keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe keine Idee, was Thomas Tuchel hier schon wieder am Kochen ist mit der Aufstellung. Ich habe echt nicht den Hauch eines Schimmers. Hoffentlich verliert ihr. Das ist aber nicht so nett, Dero. Das ist aber nicht so nett. Alter, Moritz auch reingefollowt und Justin Willis auch reingefollowt. Bayern-Fan 74, danke an alle, die hier am reinfollowen sind. Will das Leverkusen ganz klar Meister wird, sorry, also ich weiß ja nicht, ob du die Tabelle, ups, Digga, kicker.de. Ich weiß nicht, ob du die Tabelle rein zufällig nicht offen hast, Bruder, aber da brennt nichts mehr an mit den 13 Punkten Vorsprung. Da brennt nichts mehr an. Ich glaube, Leverkusen hat, glaube ich, sogar mehr Punkte als Bayern letztes Jahr. Ja, Leverkusen hat jetzt schon mehr Punkte als Bayern am Ende der letzten Saison. Das ist heftig. Doch, also mehr Siege geholt in der Liga, ist das krass. Also, da brennt nichts mehr an. Da brennt nichts mehr an. Vertrau mir. Ich will nicht, dass sowas anbrennt. Du kannst auch mal Hallo sagen. Aditya, was geht ab, was geht ab? Daher, die Licht werden heute geschont, ist doch klar, aber ich weiß es echt nicht. Vor allem, weil die halt. Vor allem, weil man Heidenheim nicht unterschätzen darf. Das ist echt eine gute Truppe. Das ist eine echt gute Truppe. Ja. Kannst du bitte grüßen? Grüße gehen nur raus an Mitglieder. Leverkusen war noch nie Meister, ne? So. Wie viel Uhr haben wir es denn? Ah, bisschen haben wir noch. 10 Minuten, dann geht's in den Bayern-Exklusiv-Vorbericht. Und No Skin OG, auch danke für deine Spenden, fürs GG und das Teamherz. Kuss, Kuss, Kuss. Funktioniert bei euch Sky Go? Also bei mir guck's auf Wow. Von daher, bei mir läuft. Ich guck's über Wow. Julko TV, seit 5 Monaten schon Mitglied. Na, danke, danke, danke. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Seit 5 Monaten als Bankwärmer am Start. Kuss, 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 Kuss. Ah. Bin neu dazugekommen, was ist dein Tipp? Ich glaube, 2-0 für den FC Bayern München, aber ich habe ein wirklich schlechtes Gefühl. Ein wirklich, wirklich komisches Gefühl, Mann. Ah. Wirklich komisches Gefühl. Ich weiß auch nicht. Das ist einfach diese wie Thomas Tuchel sich gestern in der PK verhalten hat und die Aussagen, die er in der Pressekonferenz getätigt hat, das hat mir einfach nicht gefallen. Das hat mir nicht gefallen. Kann man irgendwo kostenlos gucken? Nein, nur bei Sky. Aber dafür bin ich ja da, für alle, die es halt eben nicht gucken können und keine kein Abo bei Sky oder so haben. Also nur bei Sky läuft das Spiel. Für die bin ich da. Bist du Mitglied beim FC Bayern? Klaro. Wo ist denn eigentlich mein Portemonnaie hier? Ne, mein Mitgliedsausweis liegt unten. Aber ich habe irgendwo, auf irgendeinem Thumbnail hatte ich den Mitgliedsschal an. Kann man gerade gucken, bei meinem Weihnachtsgeschenke-Video. Hier. Das ist drei tolle Weihnachtsgeschenke-Compilation von Back in the Day. Hier, das ist der Mitgliedschaftsschal für die Bayern Weihnachtsgeschenke. Kannst du mich grüßen, Tobias Ayagoda, an dich gehen liebe Grüße raus. Kannst du mir einen Spieler für ein Edit nennen?
Weißt du was, ich hab Bock auf ein geiles, ein richtig geiles Edit und markiere mich dabei. Gib mir Serge Gnabry, aber so die geilen Gnabry-Momente, so die richtig geilen Gnabry-Momente. Was zahlst du im Monat? Ich glaube, für Sky zahle ich jetzt 20 Euro, ne, 17 Euro im Monat. Für Sky 17 Euro im Monat, DAZN 40 Euro. Prime Video habe ich quasi so vorher. Und 4,99 für, oder 5,99, ich glaube 5,99 für RTL Plus. Da läuft Euroleague und Länderspiele manchmal. Also, was sind das zusammen? 70 Euro für Dingses? Ich glaube, 70 Euro für die Streamingdienste im Monat. Das ist schon echt viel Geld. Aber wenn dann der gute Kollege T immer einfach 20 Mitgliedschaften raushaut, du dann rechnet sich das. Dann rechnet sich das zum Glück. Wenn du Mitglied bist, warum gehst du nicht gucken? Naja, weil das hier, einerseits ist das Stream hier, ist es halt mein Beruf. Das Stream ist mein Beruf. Und ich habe halt irgendwie, ich wohne halt auch weiter weg von München. Ich habe nicht unendlich Geld, um da dann immer hinzufahren, zurückzukommen. Und irgendwie, ich studiere halt auch noch nebenbei. Und wie gesagt, halt einfach die YouTube-Streams sind mein Job. Damit verdiene ich mein Geld, ne? Ey, Lia, ich werde bei jedem Tor, was Bayern macht, was Bayern mehr macht als Heidenheim, das Doppelte donaten. Also beim einen Tor 1 Euro, beim zweiten Tor, beim zweiten 3 und beim dritten 6. Hä? Beim ersten Tor 1 Euro, beim zweiten dann 3 Euro, beim dritten 6 Euro. Okay, nehme ich mit. Magst du die Hinschendauis? Nein. Nein. Wo lebst du? Niedersachsen, Bundesland. Niedersachsen, Lower Saxony State. So, ist es jetzt mal bitte hier Viertel nach? Ich will den Bayern-Vorbericht gucken. Ich will den Bayern-Vorbericht gucken. Be real time. Ja, schönes Be real. Kennst Sinan, klar. Sinan, cooler Kerl. Korrekter Kerl. Oh, wann fängt das Spiel an? 15.30 Uhr. Was studierst du? Ich studiere Sportjournalismus und Sportmarketing. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl heute. Ja, plus eins. Ich auch. Ein komisches Gefühl. Wirklich heute ein komisches Gefühl. Wie sieht es hier bei der Umfrage aus? Und, oh, erstmal Henry Riedeberger. Herzlich willkommen im Team. Vielen, vielen Dank für deine Kanalmitgliedschaft. Freut mich sehr. Ja, bei 500 Leuten, die abgestimmt haben, nur in Anführungszeichen 72%, die sagen, Bayern gewinnt heute. Das ist wirklich ungewöhnlich. Das ist ungewöhnlich. Und danke auch an Lucien und Julien, die auch auf TikTok was spenden. Typischer Bayern-Patzer könnte das sein. Oh. Juli Talks, erstmal seit 13 Monaten Mitglied. Wenn das Spiel heute verloren gehen würde, wäre es für dich vorstellbar, dass die Bayern morgen noch Tuchel entlassen? Ganz, boah, ganz, ganz schwierige Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Ob es dann noch passiert? Natürlich, es stehen dann wichtige, andere wichtige Spiele noch an in den nächsten Tagen. Beziehungsweise in den nächsten Wochen. Zweimal gegen Arsenal. Ich kann es dir nicht erklären, wirklich. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Leute, tippen alle ganz, ganz fleißig auf den Bildschirm. Ich habe gerade meinen eigenen Stream zufällig entdeckt in meinem normalen Account. Alle mal fleißig Likes da lassen. Yeah, wie viele Likes habe ich geschickt? 85 Likes. Alle mal ganz fleißig auf den Stream liken, umso mehr Leute kommen rein. Und Julitalks verschenkt dazu auch noch eine Mitgliedschaft an Woke AF. Vielen, vielen Dank für die verschenkte Mitgliedschaft. Dein Tipp, 2-0 Bayern. Aber ist eher ein bisschen Hoffnungstipp tatsächlich. Ich habe ein komisches Gefühl. Können wir alle im Chat irgendwie, alle mal FC, können wir es hinkriegen, dass im TikTok-Chat, nur im TikTok-Chat, nicht im YouTube-Chat, nur im TikTok-Chat, alle mal FCB reinspammen? Kriegen wir das hin, dass alle mal FCB in diesen Chat reinspammen? Weil ich will irgendwie sehen, dass das dann so zählt, wie viele Leute das, wie oft das reingeschickt wird. Aber dazu müsst ihr das jetzt mal alle gerade richtig aktiv reinspammen. Auf TikTok bitte. Weiß nicht, ob das jetzt noch nie gesehen. Einfach alle mal FCB reinspammen, auch wenn es euch nicht juckt. An sich, einfach nur fürs Experiment.
Ja, am häufigsten gesendet, es funktioniert. Am häufigsten gesendet, da steht's. FCB 17, 18. Ist das cool, ja. Fleißig, weitermachen alle. Alle mal FCB reinschicken, cool. Alter, Julian, danke für 2 Rosen. 5 Rosen, nochmal 2, danke. Hä, FCB am häufigsten gesendet, geil. Ja, auf YouTube nicht, nur auf TikTok, Leute, nur auf TikTok. Nicht auf YouTube auch, nicht auf YouTube auch. Nicht auch auf YouTube. Ja, geil. Das ist ja mega cool. Macht mal 100 noch voll, dann, warte mal, 100 full. Am häufigsten gesendet, es ist verschwunden. Ah, ne, geschafft. Okay, ihr könnt aufhören. Ihr könnt aufhören. Jetzt nur noch, jetzt macht ihr hier nur noch den hier. Alle fleißig tippen, fleißig den Stream liken. Und dann geht's hier heute richtig rund. Dann geht's hier heute richtig rund. Geil. Cool, dass das geklappt hat. Ben Luca, danke für die Rosen. Danke, danke, danke. Und Musiatel schickt mir 1 Euro im Superchat. Kuss, 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 kuss. Ich danke dir für deine Donation. Ich danke dir für die Donation. So, Viertel nach. So, jetzt wird hier aber jetzt erstmal der Sender gewechselt. Ach, zack, wegmachen hier. So, kann ich jetzt bitte Bayern gegen Heidenheim gucken? Ist die Übertragung hier schon irgendwo? Nein, überall steht noch Torparade, Mann. Überall geliked? Danke, so muss das. So muss das. Gehen wir zum Friseur, kommt bald. Kommt jetzt bald. Ich glaube, nächste Woche wird es eingerichtet. Dann Seiten kurz, oben ein bisschen kürzer und hinten so lassen. Dann, dann wird's cool. Dann rocke ich einen Modern Mullet. Modern Mullet ist cool. Das wird dann cool. Gibt's noch einen Talk mit Nico? Nico, ich habe gesehen, der ist jetzt gerade auch erst live gegangen. Aber normalerweise sind ja jetzt unsere Talks eigentlich immer so um eine Viertelstunde und dann schon zu Ende. Ich glaube, das ist eigentlich heute, was habe ich jetzt für ein Fenster geschossen? Heute einfach einen Tacken zu knapp, aber er wird ja sicherlich auch am Dienstag wieder gegen Arsenal streamen. Von daher hören wir uns dann am Dienstag wieder mit ihm. Ja, immer noch nicht bei Sky am Start, die Übertragung. Immer noch nicht am Start. Fenster zu noch nicht, aber gleich nochmal dran erinnern, bitte. Gleich bitte nochmal dran erinnern. Holst du das neue Bayern-Trikot? Nein, natürlich. Ich habe auch diese Saison. Ich habe alle 3 Bayern-Trikots. Ich hatte letzte Saison alle 3 Bayern-Trikots. Ich habe mein DFB-Trikot ist angekommen. Mein Musella-Trikot ist inzwischen da. Das ist cool. Ich habe mir übertrieben das geile Bayern-T-Shirt bestellt. Das werdet ihr dann auch demnächst sehen. Mega cool von irgendeiner, also nicht vom FC Bayern, von so einer Independent-Seite einfach. Gefühlt auch so ein bisschen sketchy Seite. Ich weiß nicht, ob das, also ich hoffe natürlich, dass es ankommt. Aber ich, da geht gefühlt, irgendwas kann nicht so ganz mit rechten Dingen zugehen, dass die das so alles abdrucken können. Aber ey, soll mir egal sein. Ich will einfach nur ein cooles T-Shirt haben. Findest du Heidenheim sympathisch? Ich finde vor allem Jan Niklas Beste sehr, sehr sympathisch. Der ist echt cool, der Kerl. Wer denkst du wird der Man of the Match in der Partie? Man of the Match. Ich hoffe Jamal Musiala oder Kane, ne? Ich meine, ich hab den Harry ja nicht umsonst hinten auf dem Rücken stehen. Ich hab den Harry nicht umsonst auf dem Rücken stehen. Aguero! Und willkommen im Team. Bayern vor, noch ein Tor. Yeah. 14.000 Likes hat der TikTok-Stream schon. Macht mal bis zum Anpfiff. Ihr habt eine Viertelstunde Zeit. Noch 25.000 Likes auf TikTok voll. Macht 25.000 Likes auf TikTok voll. Das wäre sehr, sehr cool. Gnabry schießt sich heute zum DFB. Ja, das wäre was. Das wäre was. Heidenheim schießt das erste Tor. Boah, bitte nicht. Sijan, danke auch für deine Zeichensprache. Yeah, yeah. Heidenheim wird das erste Tor schießen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ach, guck mal, Tuchel im Interview. Na schön. Ach du Kacke, ey. Also wirklich, ich werde auch immer mehr böse in Richtung Thomas Tuchel. Immer mehr böse auf Thomas Tuchel. Ugh. Ugh. Fünf Spieler, die einfach fehlen, ist so heftig, ne? Denkst du, Saragossa kriegt einen Einsatz? Ich kann es 0,0 einschätzen, Leute. Wirklich. Ich kann es zu 0,0. Mal gucken, das Wetter draußen immer noch schön. Oh, draußen ist so schönes Wetter. Ich kann es nicht einschätzen, wirklich nicht. Ich kann euch da keine Worte geben.
Ich weiß es nicht, wer spielen wird, wer eingewechselt werden wird. Saragossa hat es nicht leicht beim FC Bayern München. Er wird mit einem potenziellen Abgang schon wieder in Verbindung gebracht. Da habe ich auch ein Video zu hochgeladen. Und zwar hier. Auch in dem Video führe ich jetzt Saragossa Fragezeichen. Also es kann tatsächlich passieren. Es kann passieren, dass der Mann den FC Bayern auch schon wieder verlassen wird. Alter, YouTube Wave Marlon folgt mir. Danke, Mann. Bist der Beste, werde auch weiter deine Streams gucken. Danke, Tobias. Kannst mich grüßen, FC Bayern. Liebe Grüße gehen raus an dich. Schaust du Pokalfinale? Klar. Geht's bei Kämpfen, Sieg. Wer denkst du, wird gegen Arsenal wieder fit? Ich kann es euch nicht einschätzen. Thomas Tuchel hat ja auch in der Pressekonferenz gesagt, er kann kein Update geben. Er kann kein Update geben zu den Spielern. Das ist eine Tag-zu-Tag-Entscheidung. Bayern soll Arda Güler holen. Also, ja, ganz im Ernst. Das ist halt ein Quatsch-Call. Arda Güler kriminell überbewertet. Kriminell überbewertet. Viel zu hoch gehypt. Reißt nichts bei Real Madrid, sitzt nur auf der Bank. 100 Millionen Mark hat er verdient, mindestens, ne? Mindestens 100 Millionen hat er verdient. Kai Dittmann kommentiert, auch guter Mann, der Kai. Can't hold us down. Da, 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 da. Berlin, wir fahren nach Berlin. Wie viele Mitglieder gibt es jetzt? Kann man gucken, es sind im Stream 30, 31, ich glaube 34 neue, ah ne, ich kann ja gucken. 33 neue Mitglieder sind im Stream schon dazugekommen und vor dem Stream bei Mitglieder 169 Mitglieder, das heißt wir sind bei 202 Mitgliedern aktuell. 202 Kanalmitglieder. Sehr gut. So kann es weitergehen. Wie gesagt, gerne Mitglied werden. Link ist angepinnt. Gerne ein Abo dalassen. Würde mich freuen. Alle, die auf TikTok zugucken, kommt mal gerne in den YouTube-Stream rüber. Würde mich freuen. Link dazu in der Bio oder einfach bei YouTube Liga 2004 eingeben. Würde mich freuen. Da lest ihr Chat auch eher und mehr. Was mit Neuer, Sané und Coman? Alle Mann verletzt. Würdest du Stam jetzt rechts Stamm spielen lassen? Stammspieler weiß ich nicht, aber da ist es eine wichtige Personale, die zurückkommt. Stanisic zurück, wichtiger Schritt. Wow. Lia, deine Aufstellung war fast richtig gestern. Ja, ne? Der Großteil war richtig. WhatsApp, Jonas, die Aufstellung ist bei mir im Stream auch zu sehen. Im YouTube-Stream ist die Aufstellung auch zu sehen. Da könnt ihr euch die Aufstellung auch angucken. Lamine Yamal auch überbewertet, wie kann der 15 Millionen wert sein? Das sehe ich schon. Der Kerl ist halt einfach ein verdammtes Juwel für Barca, ne? Der ist richtig stark. Der ist halt auch erst 16. Das ist krank. Überträgst du Pokalfinale? Muss mal gucken, wann das denn ist, aber ich habe es jetzt so erstmal nicht geplant. Muss ich mal gucken, wie es dann da auch aussieht, ob dann irgendwelche Kollegen wieder hier sind oder so. Wann ist das denn angesetzt? 25.05. Ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, muss ich mal gucken, wie es dann aussieht. Was sagst du zur Aufstellung? Bayern-Aufstellung mittelmäßig, keine Ahnung, so geil ist es jetzt nicht. Ein bisschen viel Pavlovic und 2 Millionen. Pavlovic markt wird auch gerade Update auf, ich glaube, 25 Millionen. Pavlovic. Alexander Pavlovic. 25 Millionen, ja. Auch geupgradet. Und der ist halt 3 Jahre älter, ne? Lamine Yamal. Yamal. Der ist wesentlich jünger. Guckt. 16 Jahre jung. 75 Millionen Marktwert sogar. 2007, der wurde 3 Jahre, der ist 3 Jahre jünger als Pavlovic. Pavlovic ist so alt wie ich. Der ist so alt wie ich. Aber Lamine Yamal ist einfach auch ein Offensivspieler, da ist das auch nochmal anders. Da schießt der Marktwert auch viel schneller.
viel höher. Ne? Spielt mit 16 Jahren für die spanische Nationalmannschaft, 6 Tore, 2 Vorlagen auch gemacht dafür, für die schon. Der ist halt echt brutal. Masraoui, fast wie Masraoui. Das ist heftig. Der Kerl ist heftig. Überträgst du die deutschen Spiele bei der EM? Ich muss noch gucken. Ich werde auf jeden Fall EM-Spiele streamen. Ich will halt aber eigentlich auch EM-Public Viewing und mit Kollegen die Spiele gucken. Deswegen, da kann ich mich auch noch, noch auf nichts festlegen. Weißt du, wo man Retro-Bayern-Trikots kaufen kann? Nee, sorry. Weiß ich nicht, nee. Oh, oh, oh. Bin echt mal gespannt. So, wie viel haben wir es denn? 24, das heißt, es wird jetzt gleich losgehen. Es wird jetzt gleich losgehen. Bin in Miami, hier ist es 9.24 Uhr. Lass mal ein paar Dollar rüberwachsen, Meister. Ein paar Dollars. Wer spielt denn jetzt noch gerade? Union gegen Leverkusen, Freiburg-Leipzig, Köln-Bochum und Mainz-Darmstadt. Puh. Kannst bitte die Aufstellung zeigen? Die sieht man im YouTube-Stream. Anton, komm einfach in den YouTube-Stream rüber. Lia 2004 auf YouTube eingeben. Ah, so, Justin, da unten auch nochmal da. Lena. Auch mit einer Rose. Danke für alle Rosen. Habt ihr die Likes gepackt? Jawohl, ihr habt die Likes gepackt. Geil. Fleißig weiter liken während des Streams. 108 Diamanten wurden auch schon geschickt. Ist das viel? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob das viel ist. Aber liked fleißig weiter. Liked ganz fleißig weiter. Und hier auf YouTube könnt ihr natürlich auch mal alle ein Abo dalassen, ne? Oh, Kai Dittmann. Guter Mann. So, Heimspiel in Heidenheim. Undankbares, das, wie heißt es, die Wolf Arena oder so ähnlich? Ja, Wolf Arena war richtig krass. Warum zweifle ich an mir? Warum zweifle ich an mir? In Heidenheim zu spielen ist wirklich undankbar. Die haben einfach, das ist, die haben da so eine Atmosphäre. Die haben da so eine Atmosphäre, die tut nicht gut. Gell, Neuer war mal viel besser, oder? Ich, ja, ja. So. Come on! Da steht da schon der Thomas. Kapitän wieder heute. Josua Kimmich, wen umarmt der da? Wen kennt er? Es ist, keine Ahnung, wer es ist. Also, Maloney und Beck wieder zurück in der Start. Auf jeden Fall gleich zum vergangenen Pflichtspiel. Liest du TikTok-Chat auch vor? Beantwortet das die Frage. Football in Pictures 930. Aber Hauptaugenmerk ist auf YouTube-Chat. Vor allem jetzt gleich, wenn das Spiel losgeht. Deswegen von TikTok gerne mal rüberkommen. Ich werde zwischendurch natürlich auch immer wieder was lesen. Aber mehr bei YouTube. Bayern auch drei Wechsel. Upamecano, Kim. Die Abwehr ist zurück, die wir so oft in der Saison schon gesehen haben. Auf rechts außen auch Serge Gnabry, der für den verletzten Leroy Sané in die Startelf rückt. Die beiden Innenverteidiger, die sonst spielen, Dyer de Ligt auf der Bank. Vielleicht ist es eine Schonmaßnahme, vielleicht will Thomas Tuchel auch irgendwas einfach in diesem Verein komisch kaputt machen. Man weiß es nicht so ganz, auf welche Ideen der Thomas immer wieder kommt. Aber ja, jetzt wird es sofort losgehen. Jetzt geht es sofort los auf TikTok. Like-Ziel zur Halbzeit 100.000. Ja, wenn ihr in so kurzer Zeit 10.000 Likes geschafft habt, dann schafft ihr auch in 40 Minuten noch die 75, die dazu jetzt fehlen. Macht mal 100.000 Likes bis zur Halbzeit vor, Leute. Das würde mich ganz dolle freuen. Ich check das zwischendurch immer wieder. Und auf YouTube, wie viele Likes haben wir da? 230 Likes. Macht mal 250 Likes Minimum noch voll. Macht mal mindestens noch 250.000 Likes. 250 Likes vor. Voll. Dun, 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 dun. Hab sie seit einem halben Jahr schon abonniert, so muss das.
weiter so. Kanal abonnieren, um den Stream zu supporten. Kanalmitgliedschaft, wenn ihr richtig fett supporten wollt. Und eine kleine Dono. Alles nicht selbstverständlich. Freue ich mich extrem drüber. Ansonsten einfach Like da lassen, Kanal abonnieren, die Videos aktiv gucken. Und ich würde sagen, damit können wir jetzt bei Heidenheim gegen Bayern reinstarten. Die Wolf Arena, ich weiß auch nicht, ich traue dem Stadion irgendwie nicht so ganz. Das sieht halt wirklich wie ein Drittliga-Stadion eigentlich aus. Eieiei. Thomas Müller als Kapitän geht da voran, klatscht die Leute an. Sven Ulreich folgt ihm. Kim, Kimmich, Leimer, Upa, Goretzka, Gnabry, Davis, Musiala und auch Harry Kane folgen den Männern und klatschen hier die Heidenheimer, die Heimmannschaft ab, sowie das Schiedsrichterteam rund um Robert Schröder mit seinen Assistenten Norbert Grudzinski und Jan-Clemens Neitzel-Petersen aus Hamburg, der erste, und dann aus Norderstedt und der Schiedsrichter aus Hannover. Vierte Offizielle ist Patrick Alt aus Illingen. VAR-Schiedsrichter sind Guido Winkmann und Markus Sinn. Und das ist die Partie. Es gab bisher ein Bundesligaspiel zwischen diesen beiden Clubs. Das konnte der FC Bayern für sich gewinnen. Ein Spiel im Pokal vorher schon mal. Auch das konnten die Bayern für sich gewinnen. Und jetzt geht es hier los mit dieser Partie. Ich traue unser Mann nicht. Upamecano ist so schlecht dieses Jahr. Upamecano ist nicht schlecht dieses Jahr. Der hat so viele richtig gute Spiele gemacht. Das sieht aber wieder keiner, sondern jeder sieht wieder nur die zwei roten Karten, die er bekommen hat. Keiner sieht die guten Spiele, die er gemacht hat. Das ist so frech. Das ist so frech. So. Alles wagen. Heute alles wagen, die Bayern schlagen. Steht bei der Choreo der Fans der Heidenheimer. Interessant. Die haben sich also offensichtlich was vorgenommen. Ole hält den Kasten heute sauber. Na, das will ich doch hoffen. Könnt auch in meinen WhatsApp-Channel joinen. Ja, Trofa hat den Link dazu auch reingeschickt. Zack. So, Thomas Müller wird den Anschluss hier ausführen. An der linken Seite der Mittellinie sind vier Bayern-Spieler sortiert, die da stehen werden. Und wohl direkt nach vorne durchrennen werden. Und wann wird hier angepfiffen? Und diese Partie ist eröffnet. Der FC Bayern München gegen den FC Heidenheim. Auf geht's. Ulreich direkt mal mit dem angesprochenen langen Ball. Und der landet im Seitenaus. Ja, schön. Der landet direkt im Seitenaus. Ja, das sieht man doch richtig gerne. Markus Keller, neu als Mitglied dabei. Herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass du am Start bist. Freut mich sehr. Und guck mal, Ati. Da haben wir doch die versprochenen 500 Zuschauer auch erreicht für dich. Danke an jeden Einzelnen, der hier am Zugucken ist. Dann hat es sich doch gelohnt mit den Mitgliedschaften, die. Upamecano am Ball, spielt den mal direkt auf Leon Goretzka, der auf Davis. Davis war auch sehr, sehr schwach im letzten Spiel. Er spielt über links zu Musiala und der Kanadier kriegt die Murmel direkt zurück. Und Alphonso Davis auf Musiala. Alphonso Davis besonders schlecht gewesen im Spiel gegen den BVB letzte Woche. Aber das muss man jetzt ausblenden, das muss man jetzt vergessen. Kimmich am Ball. Spielt hinten rum, Sven Ulreich hat die Kugel. Ole. Übrigens, färbt den Chat gerne rot und weiß. Wie immer. Chat unbedingt rot-weiß färben, Leute. Ich will nur noch rot und weiß im Chat sind. Alle Mitglieder haben ja auch das Bayern-Logo als Emote. Haut es rein. Auf TikTok auch rot und weiß. Und auf TikTok natürlich auch ganz fleißig die Likes da lassen. Die Bayern mit einem schönen Angriff. Das ist Konrad Leimer. Kriegt den von Kane. Leimer mit der Flanke, die lang durchgeht. Aber die kommt nicht dabei. Und was, wieso es kommt jetzt? Markus Keller auch seit 5 Monaten als Mitglied dabei. Kommt das zusätzlich oder zu der Mitgliedschaft von eben? Wie auch immer, ich danke dir. Und Goretzka unter Druck gesetzt, aber er spielt mit Upamecano klug. Ich will nur rot und weiß im Chat sehen, bis zur dritten Minute. Nur rot und weiß im Chat. Danke auch nochmal für das TikTok, was reingekommen ist, für die Rosen. Kuss, Kuss, Kuss. Und für die neuen Follower natürlich. Der FC Bayern im Ballbesitz mit Leon Goretzka. Mit der Seitenverlagerung, dem hohen Pass auf die rechte Außenbahn. Den nimmt Thomas Müller runter. Und Thomas Müller in Strafraum für Harry Kane, dessen Trikot ich hier auf dem Rücken trage. Pass von Kane zu Kimmich, aber ein bisschen zu ungenau. Und der Ball ist im Aus. Langer Einwurf der Heidenheimer landet bei den Bayern und wird dann über Goretzka zu Upamecano gespielt. Minjay Kim treibt den Ball nach vorne
und spielt Alfonso Davies an. Davies über links, vorbei an Ehrendingchi, vorbei am nächsten. Davies, bisschen Strafraum, das ist Harry Kane. Der spielt den raus auf Kimmich, ein bisschen zu weit. Josua Kimmich rechts außen, arbeitet dagegen Jan-Niklas Beste. Und den holt Beste sogar, ne, oh, wow. Das war keine Fehlentscheidung, weil das sah für mich eher so aus, als ob Kimmich den jetzt ausgespielt hätte. Einwurf für Bayern. Und ich sehe, dass RB Leipzig schon mit 1:0 in Führung geht. Erster Fußballclub. Also Fangesang ist irgendwie nicht so geil bei Heidenheim, muss ich sagen. Die Stimmung bisher noch nicht so sehr on fire. Ich mache mal hier ein bisschen was Power hat. Und die Bayern über die linke Seite mit Musiala und Serge Gnabry. Aber der verliert den Ball hier in dem ersten Startelf-Einsatz. Seit seiner Verletzung müsste einer der ersten Startelf-Einsätze überhaupt in dieser Saison sein. Für Serge Gnabry. Josua Kimmich kriegt den Abpraller. Kimmich, ja, Reingabe. Auch die wird wieder rausgeköpft. Während ich hier gerade recherchiere. Serge Gnabry. Ah, ich sehe nur die Startelf-Quote. Und Josua Kimmich am Ball. Das ist Dayo Upamecano. Ja, es sieht so aus, als ob er... Nee. Ja, vielleicht auch erst hier heute tatsächlich seinen vierten Einsatz in der Startelf hat in der Bundesliga. Tja. Schade, der arme Serge. Und da ist Harry Kane am Ball, lässt sich tief fallen, spielt einen Doppelpass mit Gnabry Kane. Das Trikot habe ich auch gerade an. Mit dem Harry Kane Flock hinten drauf. Und wieder der Ball rechts aus. Kimmich stiehlt sich da davon. Josua Kimmich gegen Jan-Niklas Beste. Und Föhrenbach, er kommt trotzdem durch. Kimmich, die Flanke für Kane wird geklärt. Gnabry legt den ab für Goretzka. Schuss geblockt. Und der Ball landet dann bei Jan-Niklas Beste. Und der mit dem langen Ball in Richtung Tim Kleindienst. Aber Upamecano im Duell mit Kleindienst. Der Abpraller landet bei Leimer. Und der spielt es über Min-Jae Kim. Musiala mit Davies. Und wieder Leon Goretzka. Ja. Mit einem ungenauen Pass für Leimer. Und der landet bei Jan-Niklas Beste. Leimer ganz gut im Zweikampf. Und Kimmich holt den Einwurf für den FC Bayern raus. Die beiden Kollegen aus der Nationalmannschaft, obwohl Jan-Niklas Beste leider abreisen musste, den hätte ich sehr, sehr gerne gesehen, wie der fürs DFB-Team spielt. Sehr schade. Und ich sehe Andreas Franz sogar als Stammspieler dabei. Na, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für die Kanalmitgliedschaft. Als Stammspieler, sehr, sehr geil. Und der Bayern München-Fan seit 2 Monaten dabei. Danke auch dafür, seit 2 Monaten auch als Stammspieler. Und schreibt Danke, Bayern München. Und Thomas Müller mit dem nächsten Angriff. Der Pass landet dann im Strafraum. Kommt er allerdings nicht an. So, Andreas, danke für deine Mitgliedschaft. Der Bayern München-Fan, danke, dass du seit 2 Monaten dabei bist. Warum der Licht wieder raus? Ich hoffe einfach nur, dass es eine Schonungssache ist. Das ist wieder Föhrenbach, der einfach mal viele Meter nach vorne macht. Die Bayern holen den Ball aber von ihm zurück und spielen es über Goretzka. Mit Kim wieder ungenauer Pass von Goretzka. Da war zum Glück kein Gegenspieler dabei und Davies auf links. Alfonso Davies. Und der Ball bleibt hinten. Min-Jae Kim jetzt mit dem Pass in Strafraum. Thomas Müller mit einem sehr kreativen Laufweg da. Aber, oh Gott, wo kommt das Haar her? Der Ball kommt nicht an. Und über die Rechtsseite. Das ist Omar Traoré. Hat man beim VfL Osnabrück gespielt. Ich glaube, von da aus direkt zu Heidenheim gewechselt. Jawohl. Im vergangenen Sommer kam er vom VfL. Diesen geilen Aufstieg mit den Osnabrückern gehabt. 90 plus, was war es, plus 5, 90 plus 7. Die guten Tore gemacht. Die wichtigen Tore zum Aufstieg. Und jetzt in Heidenheim. Und der bleibt wohl auch erstklassig, weil die Heidenheimer ja wirklich eine Overall, auch wenn die letzte kürzere Phase, kürzere Vergangenheit ja nicht geil war, spielen die Heidenheimer insgesamt eine gute Saison, sind auf Tabellenplatz Nummer 11, könnten bei dem Sieg sogar bis auf 10 vorrücken, also ein vorrücken, da die Bremer ja auch gestern nicht siegen konnten gegen die Frankfurter, da wurde ja ein 10 gegen 10 gespielt. Die Bayern spielen 10 um Upamecano. Lässt hier viel Druck zu und Sven Ulreich nimmt den Ball quasi auf der Linie an, auf der Torlinie. Und spielt es weiter über Alfonso Davies. Thomas Müller zeigt seinen Kollegen an, kommt mit, Goretzka macht die Meter, Musiala im Zentrum.
Und was ist das für ein Pass von Davis? Also auf 3 Meter einen Fehlpass spielen, weil der Ball verhungert unterwegs. Das ist fast schon skandalös. Und da liegt Omar Traoré am Boden. Goretzka hat den abbekommen. Und dann geht der Schiedsrichter erstmal hin. Wow, also was war das bitte gerade für ein Pass von Davis? Ihr habt es alle gesehen. Was ist das denn? Was soll das denn sein? Also meine Güte, wie kann Davis auf 3 Meter diesen Fehlpass spielen? Er wirklich auf 2 Meter einen Pass, der nicht ankommt. Es ist unfassbar. Weil der Pass zu kurz ist, weil er verhungert unterwegs. Boah. Ja, und übrigens, Thomas Müller spielt auf dem rechten Flügel, Gnabry auf dem linken Flügel, Musiala auf der 10. Thomas Tuchel am Kochen, ne? Aber es wäre ja auch zu einfach, Mathis Tell auf rechts dann einzusetzen. Es wäre ja auch einfach zu einfach, wenn Tell wirklich da eingesetzt wird. Heidenheim. Tolle Fangesänge hier im Stadion. Min-jae Kim klärt den Ball hinten raus. Und Omar Traoré mit dem Einwurf. Ist echt gutes Wetter in Heidenheim. Generell, einfach glaube ich, in ganz Deutschland ist es echt gutes Wetter. Und Bayern steckt den nächsten Ball hinten raus. Der langsam aus. Einwurf für Heidenheim. Ist bisher Leipzig das einzige Tor? Ist Leipzig bisher das einzige Tor, was gefallen ist in dieser Konferenz bis dato? Ja, ist es. Upamecano, sehr physischer Zweikampf. Holt hier den Ball. Abstoß Sven Ulreich. Und Min-jae Kim. Mit Sven Ulreich. Und Ulreich schlägt den Ball lang. Der sogar bei Musiala fast ankommt. Kann Musiala den noch erlaufen? Nein. Der Torwart kann ihn annehmen und spielt es dann über Kapitän Mainka. Zurück zum Torwart von Gimba. Und die Ball laufen zu früh an und erobern den Ball. Gnabry hat ihn auf links. Gnabry mit der Flanke an zweiten Pfosten. Aber die ist zu hoch. Da kommt Thomas Müller nicht dran. Und den hätte er vielleicht in den Rückraum spielen sollen. Den hätte er vermutlich in den Rückraum spielen müssen. Aber gut angelaufen von Serge Gnabry. Und dann... Ja, da fehlt ein bisschen was. Aber der Druck hinter der Flanke, der war schon richtig. Der Druck war richtig und dann Thomas Müller tacken zu langsam. Aber gute Idee vom Super Serge. Und Harry Kane, die beiden können den Ball nicht festmachen, landen wieder bei den Heidenheimern, die hier in der eigenen Hälfte gar nicht so tief drin stehen und hier irgendwie am Ball bleiben. Erik Dingschi, das war kein guter Pass, aber jetzt hat ihn Jan-Niklas der Beste. Jan-Niklas Beste mit einer Hereingabe, aber die war zu früh. Da kommt keiner der Heidenheim-Spieler hinterher und drunter gelaufen. Einwurf für Davis auf der anderen Seite. Jan-Niklas Beste, ich hätte ihn wirklich gerne im Dress vom DFB gesehen. Ich hätte mich gefreut, wenn er für die Nationalmannschaft aufgelaufen wäre. Weil ich glaube, dass das ein wirklich wichtiger Spieler auch für die Europameisterschaft ist. Weil man braucht auch Rollenspieler, Spieler, die eine Rolle einnehmen. Und der ist ein Mann, der dann einen Freischuss reinhämmert in der 93., wenn er dann eingewechselt wird. Oder eine geile Ecke schlägt. Genau dafür ist der Kerl da. 11 Minuten rum, Goretzka schon den zweiten Mann irgendwie stark getroffen. Also Heidenheim mit allen Spielern in der Hälfte dabei. Und jetzt kommt die Ecke von rechts mit links von Jan-Niklas Beste. Der tritt gefährliche Standards, der wird rausgeklärt, aber nicht weit. Föhrenbach geblockt. Und Heidenheim versucht den Ball nochmal vorne rein zu spielen. Der kommt aber nicht an, weil der ist zu weit. Der rollt ins Aus. Abstoß Sven Ulreich. Boah, wenn Föhrenbachs erster Kontakt besser ist, dann könnte da was passieren. Aber Kim hockt sich da davor und hat den Ball ganz souverän geblockt. Und Thomas Tuchel sitzt auf der Bank und sieht unzufrieden aus. Thomas Müller mit einem... wollte den Ball wohl in Richtung Harry Kane spielen, aber der geht dann im Endeffekt eher Richtung Gnabry und er kommt nicht und den Pass von Föhrenbach kann Müller abblocken. Einwurf für die Heidenheimer.
Seid ihr alle fleißig am Liken auf TikTok? Ich hoffe, ihr seid fleißig am Liken. Eggy, danke für die Spenden auch. Danke für die Rose und das Herz. Und was haben wir hier? Freistoß für die Bayern. Foulspiel Jan-Niklas Beste. Ich wünsche, ich hätte auch so einen Bart wie der. Ich wünsche, ich könnte auch so einen Rauschebart tragen. Joshua Kimmich. Ah, muss hier noch ein paar Meter zurück, um den Freistoß auszuführen. Im Strafraum sortieren sich die Bayern, sammeln sich. Harry Kane steht da. Gnabry haben wir vorne. Kim kommt jetzt mit nach vorne. Upamecano. Davis lauert im Rückraum. Leimer macht die Absicherung. Musiala steht am kurzen Eck. Und es gibt laute Pfiffe im Stadion. Kane und Gimba haben wir eine Auseinandersetzung. Gimba, auch so ein richtiger Malocher, der bei so einem Heidenheim-Team spielt. Ne? Wie heißt der mit vorne? Max, Jonathan, Benedikt. Benedikt Gimba, ja, der passt auch wirklich zu Heidenheim. Und Joshua Kimmich bringt die Flanke, die kommt sogar gut. Aber die wird dann rausgeköpft. Das gibt den ersten Eckball für die Bayern. Übeltäter beim Rausköpfen. Der Mann mit der Nummer 33 auf dem Rücken. Maloney, erstes Spiel zurück nach seiner Verletzung in der Startelf. Und Joshua Kimmich wird diesen Ball treten von rechts mit rechts. Der geht weg vom Tor. Wollen wir hoffen, dass es diesmal ein vernünftiger Standard wird. Kim und Kane stehen direkt beieinander. Und der Ball kommt auch in den Rücken. Kim kommt zum Kopfball, aber den kann Torwart Kevin Müller ohne größere Probleme abfangen. Und der Ball wird lang nach vorne gespielt direkt von ihm. Aber Konrad Leimer macht es gut gegen Ehren Dingschi, stellt seinen Körper erst rein und spielt es dann ruhig aus. Upamecano macht Meter nach vorne. Dayo Upamecano tritt auf die Kugel drauf, spielt den Querpass zu Leon Goretzka auf Davis. Und Davis geht jetzt über die linke Seite in die Hälfte der Heidenheimer, bricht es aber wieder ab. Vor ihm startete Serge Gnabry wohl in die Tiefe, aber die Bayern mit einem ruhigen Aufbauspiel. Goretzka zeigt Kim an, komm, komm, mach die Meter. Aber Kim bleibt hier weiterhin im Zentrum. Gnabry bietet sich jetzt mal an, nimmt Upamecano mit. Joshua Kimmich auf rechts außen sehr weit vorgerückt. Spielt denn vielleicht die Rolle, die Leimer sonst spielt, die Goretzka sonst spielt, wird dann von Leimer heute eingenommen. Oh, das ist Dayo Upamecano. Die Heidenheimer stehen defensiv schon kompakt, muss man sagen, was immer ein beschönendes Wort ist. Die stehen einfach sehr, sehr tief hinten drin. Das ist Joshua Kimmich, dreht sich um die eigene Achse, zieht von rechts ein bisschen ins Zentrum über Goretzka, über Musiala, Jamal Musiala vorbei am ersten, spielt den Ball in Tiefe für Davis, aber selbst da reicht das Tempo von Alphonso Davis nicht. Der Kanadier kann den Ball nicht annehmen und ins Zentrum bringen. Abstoß, Heidenheim, erste Viertelstunde ist zu Ende. Gut, Torchancen hatten wir bisher noch nicht. Wird hier angezeigt, eine Seite stark machen. Tim Kleindienst zieht seine Jungs auf die linke Seite der Heidenheimer. Beste versammelt sich da. Maloney und Beck auch am Start. Die Heidenheimer mit dem langen Abstoß von Kevin Müller. Und die Variante funktioniert nicht. Das hat ganz schön lange gedauert, diesen Abstoß auszuführen, nur damit er dann beim FC Bayern landet. Kim mit neuer Frisur, ist mir bisher noch nicht aufgefallen, meint er? Und Bein über links mit Davis. Und mit Goretzka. Boah, der spielt den Pass zu Upamecano. Der wird beinahe abgefangen. Aber es geht weiter nach vorne. Konrad Leimer zieht da mit Joshua Kimmich her. Joshua Kimmich. Kimmich spielt es hintenrum. Wieder Leimer. Und Upamecano von Kleindienst angelaufen mit dem Ball los zu Leon Goretzka. Und über Kim. Und das ist wieder Leon Goretzka mit Harry Kane. Harry Kane, Harry Kane. Ja, aber macht das gut. Kane behauptet den Ball. Jetzt spielt er den Pass zu Davis die Linie runter. Davis mit Tempo, den bringt er vorher. Aber da fehlt dann halt der Abnehmer im Zentrum. Davis spielt den Pass, aber auch nicht mit genug Druck, dass wenigstens zu einem Abpraller kommen könnte. Den hat Müller ohne Probleme. Der Schlussmann von Heidenheim. Die Heidenheimer spielen sie jetzt schnell über Föhrenbach. Links raus, der in der Mitte Kleindienst vorne sucht, aber Upamecano ist wach und kann diesen Ball annehmen.
Kimmich und Upamecano. Boah, Upamecano, lockerer Pass aus dem Fuß zu Min-Jae. Und Upamecano sagt, macht's breit und schiebt nach vorne. Min-Jae macht ein paar Meter, nimmt jetzt Goretzka mit. Leon Goretzka macht noch mehr Meter. Wieder Harry Kane am Ball, jetzt Leimer rechts außen. Wieder Kimmich, der lauert. Joshua Kimmich kriegt den Ball. Kimmich schlägt ihn noch nicht vorher. Joshua Kimmich gegen Jan-Niklas Beste, wieder für Leimer abgelehnt. Leimer Flanke in Richtung zweiter Pfosten, die kommt nicht an. Abpraller rausgeköpft, landet bei Davis. Davis über Goretzka und wieder Alphonso Davis. Mit Min-Jae Kim. Min-Jae wohin? Min den Ball. Min-Jae Kim auf Davis. Die Bayern kontrollieren hier das Spiel. Solider Ballbesitz. Aber wie gesagt, gefährliche Möglichkeiten kommen noch nicht. Lol. Bayern-Fans auf jeden Fall gut am Start. Auswärts. Das nächste Spiel soll ja offiziell ohne Auswärtsfans bestritten werden. Aber ich bin mal gespannt, wie viele Bayern-Fans trotzdem ihren Weg nach London finden werden. Leimer mit Harry Kane. Kane wieder abgelegt für Leimer. Aber der war zu ungenau. Jan-Niklas Beste am Ball, verfolgt von Joshua Kimmich. Joshua Kimmich gegen Jan-Niklas Beste. Kimmich mit gutem Druck und das gibt den Abstoß für Heidenheim. Und der sagt der Beste, ja wohin? Wohin mit dem Ball? Wo soll ich hinspielen? Und RB Leipzig für 2:0. Krass. Ey, einfach hier wie eine Droge. Das ist krass. Die Bayern-Fans machen echt richtig Attacke. Ja. Wer denkt auch, dass wir mal Coman brauchen? Ja, der gute Herr. Leider schon wieder verletzt. Schon wieder verletzt, der King. Heidenheim sucht vorne wieder, wo sie die Bayern am besten anlaufen können. Upamecano spielt das hier erstmal über Min-Jae Kim. Und der treibt den Ball bis zur Mittellinie, dreht jetzt aber um, spielt doch den Pass in die Hälfte der roten Heidenheimer. Und dann Goretzka wieder unter Druck, ungenauer Pass, landet bei Konrad Leimer. Und das ist Leon Goretzka. Gnabry, ja, kann da den Ball behaupten. Der Müller mit Gnabry, Gnabry zu Musiala, der für Müller. Und der will ein Handspiel hier haben, wollte den Ball rüberbringen zu Kane. Das kommt aber nicht. Und die Heidenheimer am Ball. Interessante taktische Änderung. Kimmich jetzt zentral. Leimer dafür auf rechts. Nach 20 Minuten wurde hier also die Position getauscht. Sehr, sehr spannend. 74% Ballbesitz bei den Bayern. Ihr habt das Handspiel. Kann man Föhrenbach nicht vorwerfen. Die Hand ist wirklich angelehnt. Alles sauber. Kleindienst kann den Einwurf hier nicht runternehmen, nicht verwerten. Upamecano hat ihn und spielt direkt einen guten Pass auf links raus für Davis. Ganz links ist auch Gnabry dabei. Musiala lässt den Pass durch. Müller versucht es mit der Hacke. Lass diese Hackendinger weg. Das war letztes Mal schon so anstrengend. Gegen Dortmund auch ein total guter Angriff, der gespielt wird. Und dann kommt einer mit der Hacke. Goretzka, gute Balleroberung. Und Musiala über die linke Seite. Da fehlt jetzt natürlich einer. Musiala zieht da in den Strafraum. Musiala verdribbelt sich da fast selber ein bisschen. Spielt jetzt Davis an. Hintenrum. Und das ist Leon Goretzka. Goretzka sucht, ob er mal Maß nimmt. Leimer jetzt wieder im Zentrum. Spielt Harry Kane an. Kane geht da durch. Zwei Männer durch. Aber das verteidigen Jan-Niklas Beste und Gimba gut zusammen. Einwurf für den FCB. Kimmich mit dem Einwurf hinten rum, Konrad Leimer hat ihn und spielt Upamecano an. Der lässt den ersten aussteigen und nimmt jetzt Min-Jae Kim mit. Wieder die Bayern mit allen Spielern in der Hälfte der Heidenheimer. Und Egli Wegli 2009 mit zwei Schweizer Franken. Willst du später mal Pressesprecher bei Bayern werden? Du, ich weiß es nicht. Erstmal irgendwie in den Sportjournalismus reinkommen, aber ich danke dir für deine 2-Euro-Donation. Kuss, Kuss, Kuss. Kuss, Kuss, Kuss für die 2 Euro. Und danke auch an alle, die auf TikTok zugucken. Über 200 Zuschauer, alle mal das Plus wegmachen. Erst 54 neue Abonnenten in diesem Stream. Macht mal das Plus weg, checkt das neueste Video ab. Und macht da gute Meter. Und danke für die Spende von Egli Wegli. Und Kim holt sich den nächsten Ball. Erobert ihn. Und immer noch, wie eine Droge, die ich zu mir genommen habe. Die Bayern-Fans machen echt richtig Meter. München, du hast mein Herz gewonnen.
Oh, Upamecano verliert hier den Ball. Hat Glück, dass der irgendwie bei Leimer landet. Konrad Leimer. Und das ist ein Foulspiel gegen den Österreicher. Unglücklich, aber Gimba. Gimba fault ihn hier. Jupp, da trifft er das Bein, sodass Leimer nicht mehr auftreten kann. Richtige Entscheidung. Völlig richtige Entscheidung. Aber übrigens, Leute, vielen, vielen Dank für über 700 Zuschauer. Einige von euch werden noch kein Like da gelassen haben, deswegen lasst unbedingt mal einen Daumen nach oben hier auf dem YouTube-Stream da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Auch das würde mich freuen. Und chattet aktiv, guckt euch die anderen Videos an. Seid Dienstag im Stream natürlich dabei. Dienstag live bei Bayern gegen Arsenal. Das würde mich alles ganz schön dolle freuen. Und Josua Kimmich guckt und sucht schon mal, wo kann er hier einen Ball hinspielen. Josua Kimmich, Freischuss rechts zentral, Tacken zu weit weg, um ihn aufs Tor zu bringen. Auch nur eine zweimal Mauer. Das wird wohl eine Flanke. Die wird im Strafraum erstmal nochmal hochgeköpft. Müller köpft sie nochmal in die Mitte. Gnabry kriegt den von Goretzka Schuss. Oder Schüsschen, eher geblockt. Und Leimer mit Kimmich. Da kommt Beste an, ja. Und Kimmich muss den Ball zu Sven Ulreich spielen. Das ist natürlich was anderes, als wenn Neuer da hinten steht, weil Neuer 25 Meter weiter vorne gewesen wäre. Wahrscheinlich ungefähr an der Mittellinie jetzt hier bei so einem Freistoß. Aber naja. Und wieder die Bayern. Mit Kim auf Dayo Upamecano. 25 Minuten sind durch. Alle meine Tabs haben sich geschlossen. Let's fucking go. Ich lieb's ja. Schön. Schön, schön, wenn das passiert. Und sie haben sich nochmal geschlossen. Warum auch immer das immer passiert. Bitte alles wieder herstellen. Jetzt darf nur kein Tor gerade fallen. So. Geht doch. Spiel läuft wieder. Nichts verpasst. Ja, ja, da fehlt was. Da fehlt was. Wie nervig. Und irgendwie. Ah, so ist besser. Und Goretzka. Kriegt den Ball. Und spielt Harry Kane. Der Engländer spielt's raus auf die Außen. Davis geht die Linie runter. Gnabry kriegt den Pass von Alphonso Davis zurück. Und jetzt ist hier wirklich ein Bayern-Echo zu hören. Thomas Müller hat den Ball, bringt den artistisch in den Strafraum, wird geklärt. Müller bringt ihn nochmal rein, aber auch der wird geklärt. Und Erin Dingchi jetzt hier gegen Alphonso Davis. Freistoß, Heidenheim, ja. Ah, das war wenig Kontakt, Ref. Das war wirklich wenig Kontakt. Oh, oh, und der nächste Einwurf, beziehungsweise jetzt ist es ein Freistoß für die Truppe aus Heidenheim. Und der Ball wird kurz gespielt. Und das ist Maloney im Zentrum. Egli Wegli, danke für die Spende nochmal. Kuss, Kuss, Kuss. Und Josua Kimmich macht Meter, wird aber auch verfolgt. Das ist Thomas Müller, der den Ball auf rechts außen bekommt. Leimer hätte er hinter sich. Goretzka bringt den Ball durch bis zu Davis. Davis hat jetzt viel Zeit, aber die erste Flanke wird geblockt. Davis bleibt im Ballbesitz, bleibt im Strafraum. Davis, das ist kein Foul. Davis gegen drei, dreht sich raus aus der Situation, löst er gut. Und das ist Gnabry mit einer Flanke. Müller und Kimmich laufen da ein. Und auch die Flanke wird rausgeklärt und landet bei den Bayern. Beste geht da aktiv in Zweikampf. Aber jetzt erstmal Gnabry. Auf Musiala die Linie runter. Musiala in den Rücken für Kimmich. Der Abpraller. Müller. Abpraller. Immer noch heiß. Müller. Was macht der denn da? Müller. Und der Ball ist am Außennetz. Wie auch immer Thomas Müller sich da durchgeschummelt hat. Eckball für den FC Bayern. Wow. Wow. Es ist. Erster Abschluss wird geblockt. Zweiter Abschluss geblockt. Und dann. Keine Ahnung, wie auch immer Müller da durchkommt und dann gibt es den Eckball, ja. Krass, Tatsache. Leute, vom TikTok-Stream, kommt mal gerne zu YouTube rüber. Würde mich sehr freuen, wenn ihr in den YouTube-Stream kommt. Kuss, 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 Kuss. Und danke für die Rosen. So,
Vier Mann im Fünfer. Müller, Goretzka, glaube ich, Kim und Upa. Und da kommt der Ball auch hin und der wird direkt wieder rausgeklärt. Landet bei Jamal Musiala auf Außen. Musiala mit Davis. Leimer als letzte Absicherung. Der kriegt jetzt auch den Ball. Kim schon wieder hinten. Upamecano auch auf dem Weg zurück. Ja, Kim wird angespielt. Da wurde der Weg freigemacht. Und das ist Alphonso Davis. Davis über Musiala mit Gnabry. Und Gnabry wieder links außen. Den bringt er in den Strafraum. Davis kommt da auch irgendwie an den Ball. Alphonso Davis und das! Oh, das Offensivfoul weiß ich ja nicht, ob das ein Offensivfoul wirklich war. Eieiei. Weiß nicht. Ja, ah, unglücklich, unglücklich. Und der Ball wieder beim Keeper. Kevin Müller spielt das über Mainka, den Kapitän. Und der Ball kann aber nicht verwertet werden. Also Heidenheim wird den Ball nicht gefährlich und der FC Bayern München wird tatsächlich immer, immer besser. Aber das ist ein Problem, was die beiden haben. Solange sie das Tor halt nicht schießen, tun sie sich, umso länger das Spiel dann dauert und es zu Null steht, tun sie sich immer schwerer. Upamecano. Leimer, guter erster Kontakt, gut aufgedreht und Kane kriegt den Ball. Kane wird da geschoben, aber kein Foul, sagt der Schiedsrichter. Okay, und das ist das Gimba, der den Ball nach vorne treibt und jetzt den Pass ins Nichts spielt, den Fuß von Upamecano und die Bayern kriegen den Ball leider nicht zurück. Und der nächste Steilpass, diesmal ist es Föhrenbach, der den Ball ins Nix spielt. Boah. Ja. Wahrscheinlich in Ordnung, dass es da gerade keinen Freistoß für Harry Kane gab. Und das ist Serge Gnabry. Mit Minje Kim und Serge Gnabry wieder. Gnabry, muss sagen, gefällt mir schon ganz gut. Der hat jetzt noch nicht so die richtig rausstechenden Momente gehabt. Aber setzt immer mal wieder eine unterschiedliche Idee ein. Jetzt Ball rechts raus auf Joshua Kimmich. Könnte abseits gewesen sein. Kimmich wirklich weit rechts vorne. Kimmich gegen Beste, das löst er. Jetzt ist es Leimer. Leimer dreht sich auch wieder da rein. Wieder Kimmich. Und jetzt halt fehlt im Zentrum mal irgendeiner, der angespielt werden kann. Goretzka am Ball, verteilt den. Minje nimmt jetzt Davis mit auf links, Alphonso Davis mit der Flanke. Gnabry geht nicht hin, Jan-Niklas Beste hat die, nimmt die Flanke an. Ah, und schießt Kimmich an, macht Beste klug. Ah. Die Bayern laufen es vorne wieder früh an und der Pass kommt durch. Und die Heidenheimer mit einem direkten Spiel. Omar Traoré. Und wieder wird das Foulspiel von Davis gepfiffen. Und diesmal sah es wirklich nur so aus, als wäre das Kontakt beim Oberkörper. Hm. Ja, nee, never mind. Das war ein Foulspiel. Okay. Sah aus der anderen Perspektive ganz anders aus, aber so war da ein Kontakt. Und langer Ball. Minje Kim kann den klären. Und Davis holt sogar Einwurf für die Bayern raus. Das kostet die Eckfahne das Leben. Aber die steht wieder auf. Und es ist der Einwurf für Fonsi Davis. Goretzka steht kurz. Müller zeigt jetzt Gnabry an. Ja, geh dahin. Biet dich an. Gnabry bietet sich an. Einwurf kurz gespielt. Und Davis haut den dann. Den klatschen gelassenen Ball von Goretzka weit raus. Harry Kane wieder im Duell mit einem der beiden Innenverteidiger. Diesmal mit Mainka. Sonst eher Gruder, der Mann bei den Heidenheimern, der bei Harry Kane ist.
Und es geht jetzt wieder mit einem Angriff weiter. Das ist Erin Dingchi, hat den Verein unter der Woche bekannt gegeben, dass er ab der nächsten Saison nicht weiter für sie spielen wird, beziehungsweise auch nicht zurückkehrt zu Werder Bremen, von denen ist er ausgeliehen, sondern er spielt ab der nächsten Saison für den SC Freiburg. Und Davis wieder mit einem kritischen Ballverlust, aus dem halt zum Glück nichts gemacht wird. Und Thomas Müller mit einer Kopfballverlängerung, aber zu weit gegen Davis, für Coman, für Kane. Was war jetzt hier los? Und Gnabry spielt den Ball nach vorne. Das ist sehr schön. Goretzka holt den Ball gut zurück. Und jetzt die Bayern mal mit einer guten Möglichkeit. Musiala. Und da findet er das Abspiel nicht. Bayern hat Glück, dass der Abpraller bei Goretzka landet. Und Leimer, Müller. Upamecano. Upamecano wieder. Kim am Ball. Und Davis. Ja, das ist von wegen gute Kontermöglichkeit. Von wegen gute Möglichkeit für einen schnellen Angriff. Oh, sorry Leute, sorry. Oh mein Gott, die Uhr läuft weiter. Hab ich ein Glück. Außerdem noch eine falsche Taste gedrückt. Goretzka wieder am Ball. Leon Goretzka. Und Min-Jae Kim. Min-Jae. Und Serge Gnabry kriegt den Ball von Davis. Gnabry will ihn für Davis durchspielen. Gute Idee. Aber der Pass kommt nicht an und Kim unter Druck spielt es ganz locker, bleibt hinten rum. Er bleibt ganz locker, spielt es hinten rum. Der Ball bei Schlussmann Sven Ulreich. Alter, und André Martin kommt hier gerade reingeflogen. Seit 7 Monaten auch kein Heimmitglied. Servus an alle, servus an dich. Was geht? Und Upa unter Druck. Leute, teilt den Stream gerne nochmal, holt so viele Kollegen wie es geht hier rein. Das würde mich sehr, sehr freuen. Holt so viele Leute, wie es geht, in diesen Stream. Guter Ball von Kimmich. Die rechte Außenbahn runter. Leimer mit Druck jetzt in den Strafraum. Leimer zu einfach. Zu einfach. Und es gibt auch noch den Einwurf. Boah. Das ist einfach. Das ist... Puh. Zu einfach. Zu easy. No. Ach man. Einwurf für die Bayern. Kimmich wieder mit Konrad Leimer. Leute, lasst fleißig Abos da, dann können wir hier heute noch die 55.000 voll machen. Das wäre sehr cool. Davis hat Gnabry vor sich, hat Gnabry bei sich, spielt über Serge Gnabry. Und Goretzka muss hinten rum. Goretzka mit Davis. Leimer. Und wieder Leon Goretzka. Die Bayern im Angriffsdrittel der Heidenheimer. Musiala auch da, kann sich nicht so richtig von seinem Gegenspieler lösen. Gnabry kriegt den Ball aber irgendwie durch. Davis stellt einen Körper rein. Und das ist ein Foulspiel. Warum gibt es ein... Das verstehe ich. Warum es da jetzt nicht den Vorteil für die Bayern gibt. Also der Schiedsrichter... Mit einem mittelmäßig guten Job hier bisher. Shadow, auch seit 4 Monaten als Stammspieler schon dabei. Moin an alle. Was geht, was geht? Herzlich willkommen zurück zum 4. Monat. Verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Warum ist da bei Heidenheim bei der gleichen Aktion kriegt Heidenheim den Freistoß Bayern nicht? Also das ist ein klares Foulspiel. Das ist ein klares Foulspiel. Nicht nur ein bisschen, sondern das ist ein eindeutiges Foul. Keine Karte, aber ein eindeutiges Foul einfach. Uli, uli, uli. Und Joshua Kimmich. Wieder mit Leimer Doppelpass. Kimmich kriegt den Ball. Also Bayern hatte jetzt ein paar Möglichkeiten, aber die richtig gefährlichen nicht. Min-Jae Kim treibt den Ball mal mit ein bisschen Tempo nach vorne und macht Meter. Kim, weiter Platz. Nimmt jetzt Serge Gnabry mit. Schneller Pass mit Musiala. Wieder Kim. Und jetzt hat Davis auf links außen Platz. Der kriegt den Ball auch. Davis immer noch gut 20 Meter bis zur Grundlinie. Und jetzt wird es wieder hinten rumgespielt. Über Dayot Upamecano. Mann.
Bist du halt aus Arsenal spiel? Ich bin halt, aber ich habe Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Ah! Und Min-Jae. Min-Jae Kim. Weiß nicht so ganz wohin. Thomas Müller. Und Müller bleibt irgendwie am Ball. Oha, Serge Gnabry in die Mitte für Kane. Und der ist drin. 37. Spielminute. Harry Kane bringt den FC Bayern München in Führung. Sehr, sehr geil. Let's go. Harry Kane mit der ersten Hütte. Schön. Und ich wurde im Chat leider gespoilert. Aber schön. Oh, könnte auf Abseits sein. Und Kane, bärenstarker Abschluss. Bärenstarker Abschluss von Harry Kane. Gnabry mit der Vorlage. Und das war ein schwerer Ball, den Kane da verwandelt. Sehr, sehr schwieriger Ball. Aber geil. Aber geil. Leider geil. Auf geht's, Bayern, kämpfen und siegen. Sehr schön. Ach, Digga, Ergebnis falsch rum eingetragen. Ergebnis falsch rum eingetragen. Ergebnis falsch rum eingetragen. Ja, sorry, Leute. Da habe ich es doch korrigiert. Corrected. Oh Mann, es wird länger überprüft. Es wird länger überprüft. Nein, es gibt das Tor. Sehr schön. Sehr schön. Oh, Chat, 35.000 Likes. Ich habe noch 5 Minuten für 20... für... Haben wir nicht 100.000 Likes gesagt? Was ist los mit euch? Wir sollten 100.000 Likes zur Halbzeit haben. Jetzt müsst ihr alle mal richtig fleißig tippen. Wenn ihr alle 100 Mal tippt, sind es 30.000 Likes. Das heißt, jeder von euch muss 200 Mal aufs Bild tippen. Jeder von euch tippt hier 200 Mal aufs Bild drauf. Assist Gnabry. Jawohl, Vorlage Serge Gnabry. Super Serge. Alle mal Harry Kane Emote in den Chat reinhauen. Wo haben wir ihn? Den Harry. Da ist er, der Harry. Haut alle mal den Kane Emote rein. Und Kevin Müller. Oh, schön. Wichtig, dass wir in Führung gehen. Auch vor der Halbzeit. Weil sonst... Ups. Sonst hätten wir uns in der zweiten Halbzeit doch echt schwer getan. Aber so ist gut. So ist es besser. Und Upa. Über Kimmich. Mit Leimer. Konrad Leimer. Und das ist wieder Min-Jae Kim. 32. Saisontor für Harry Kane. Boah. Und Leverkusen. Ja, ich wollte gerade sagen, Leverkusen steht noch 0-0. Aber das hat leider halt einfach überhaupt nichts mehr zu bedeuten. Das hat leider einfach nichts zu bedeuten, dass bei Leverkusen 0-0 steht. Das hat gar nichts zu bedeuten. Oh, schon zwei gelbe Karten für Union Berlin, schade. Und Harry Kane läuft Kevin Müller an. Aber holt ihn nicht. Und Musiala auch mit Druck über links. Ei, Min-Jae Kim, da duckt er sich ein bisschen weg gegen Kleindienst. Und jetzt hat Heidenheim die Möglichkeit, mal nach vorne zu spielen. Über Schöpfer. Und Jan-Niklas Beste. Wieder durchs Zentrum, jetzt links raus. Das ist Föhrenbach, der Mann mit der 19. Föhrenbach mit der Hereingabe, aber da ist Min-Jae Kim da und den Ball kann er rausklären. Und der geht nicht ins Aus. Die Heidenheimer holen ihn tatsächlich und halten den Ball im Spiel. Und das ist wieder Gimba. Nimmt da seinen Innenverteidiger-Kollegen Mainka mit. Mainka, rechts raus. Das ist Oma Traoré. Traoré gegen Davis. Traoré mit dem Ball ins Zentrum. Da kommt Kleindienst sogar dran. Aber da macht er nichts Gefährliches raus. Befreiungsschlag der Bayern. Landet wieder bei Heidenheim. In der Druckphase. Ehren Dingchi gegen Serge Gnabry. Dingchi gegen Gnabry. Ha, lösen sie gut. Die Heidenheimer. Ja, das ist echt krass, wie oft Leverkusen Frimpong jetzt wirklich draußen lässt und den von der Bank erst bringt. Und ich weiß nicht, ob das immer geschont ist oder ob da irgendwas passiert ist, aber das ist echt krass. Puh. Boah, das Stadion Heidenheim, also der Rasen ist wirklich in keinem sauberen Zustand. Und Upamecano hier schon wieder leichtfertiger Ball, aber hat Glück, dass er den zurückbekommt. Und Heidenheim muss es jetzt wieder anlaufen vorne. Min-Jae macht die ersten Meter, treibt den Ball. Die Heidenheimer in der Rückwärtsbewegung. Über Davis, der steht an der Mittellinie.
Und wieder Min-Jay und der passt auch wieder. Wieder einer, der unterwegs fast verhungert. Das ist Thomas Müller. Upamecano. Und go Upamecano über Leimer zu Kim, zu Sven Ulreich. Und damit laufen jetzt hier auch schon die letzten beiden Minuten oder letzten drei Minuten vor der Halbzeit, Nachspielzeit. Es gibt nicht unbedingt einen Grund dafür, das Tor wird kurz überprüft. Vielleicht gibt es eine Minute obendrauf, Maximum zwei Minuten. Aber viel sollte es hier nicht geben an Nachspielzeit. So, und wieder über Leimer. Die Bayern können vielleicht nochmal einen Angriff fahren. Das wäre natürlich wichtig, vor der Halbzeit jetzt noch das zweite Tor zu erzielen, um hier auch das Ergebnis auf 2:0 hochzuschrauben. Leimer zieht aus dem Zentrum nach links, spielt nicht den Außenspieler an, sondern dreht sich um die eigene Achse. Und jetzt nimmt er Joshua Kimmich mit. In der Mitte laufen mehrere Spieler ein. Kimmich bringt den Ball aber erstmal rechts raus zu Thomas Müller. Müller scannt das Feld und bringt jetzt einen Pass in Richtung Musiala, aber das zu physisch. Und Upamecano sieht da wieder nicht gut aus. Pass von Meloni zu spät. Da wäre Tim Kleinis ein Abseits gewesen, selbst wenn er dran gekommen wäre. Aber den Ball, den hat da Upamecano sicher im Fuß. Und das ist Konrad Leimer. Leimer wieder auf die linke Seite mit Leon Goretzka. Serge Gnabry ist da, macht Ansage, zeigt, wir brauchen mehr Bewegung, mehr Meter vorne drin. Davis auch ganz vorne jetzt mit am Start. Leimer, Thomas Müller, Kimmich, die direkten Pässe. Wenn Kimmich so weit ins Zentrum rückt, fehlt natürlich auf links auch einer. Leimer, der macht jetzt hier mal einen Weg. Konrad Leimer wird abgeblockt und jetzt mit Davis weiter. Alfonso Davis mit der Hereingabe für Serge Gnabry! Und da ist das zweite Tor! Richtig schöne Flanke von Alfonso Davis! Und Serge Gnabry schlägt wieder zu! Eine Minute vor der Halbzeit. Gnabry mit dem nächsten Tor. Sehr, sehr schön. Die Bayern erhöhen das Ergebnis doch auf 0:2. Und das war tatsächlich schon mein Tipp für diese Partie. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was passiert. Gnabry steht lange in der Luft, hat da viel Zeit und macht es dann echt gut. Schöne Flanke auch von Davis und dann drückt Gnabry den Ball gut gegen die Laufrichtung vom Keeper über die Linie. Sehr, sehr schön für unsere Nummer 7, Serge Gnabry. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. 4K IPTV, danke für die Rose. Sehr schön, Gnabry am Gucken. Let him cook. Wirklich richtig gute Hereingabe von Fonsi. Gefühlt ausnahmsweise. Und da lassen viele Leute hier ein Follow da auf TikTok. So muss das. Followt rein. Checkt die, meine Reaktion eben auf die Aufstellung aus. Und macht Meter. Drei zu 0 für Leipzig schon. Muss gleich meine Halbzeit abchecken. Erinnert mich an, dass ich in der Halbzeit gucke, wer bei Leipzig die Tore gemacht hat. Jan-Niklas Beste am Ball. Und wieder die Heidenheimer. Mein K. Wieder ein Pass, der beinahe zu kurz kommt. Vielleicht liegt es auch am Rasen. Also das kann nicht sein, dass so viele Bälle unterwegs irgendwie verhungern. Das ist Mein K. Lässt den klatschen mit Schöpner. Und dann wird nach einer Minute Nachspielzeit hier abgepfiffen. Der erste Durchgang ist zu Ende. Die Bayern führen verdient mit 2:0. In Heidenheim. Sauber. Sehr, sehr sauber bisher. Schreibt mal eure Meinung zum ersten Durchgang in die Kommentare, in den Chat. Ich bin ganz kurz, ups, wie immer auf Toilette und hole mit euch was aus. Ich habe auch noch nichts gegessen. Und dann bin ich gleich wieder da. Schreibt mir eure Meinung über das Spiel in die Kommentare.
habe aber nichts Vernünftiges zu essen gefunden. Deswegen muss ich jetzt eine Bockwurst essen. Was sagt er bisher zum Spiel? Rote Karte für Gosens? Ach du Kacke. Das läuft ja schon wieder richtig gut für Leverkusen, Mann. So, Mainz führt auch. Ich wollte gucken, wer bei Leipzig die Tore geschossen hat. Nur der FCB ist seit 10 Monaten schon dabei. Guter Mann. Guter Kerl. Haidara und Doppelpack Openda. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Gelb-Rot. Wie kann man denn nach 45 Minuten schon Gelb-Rot bekommen? Er kriegt nach 9 Minuten Gelb. Nach 9 Minuten kriegt Gosens Gelb, ey. Ja, ich muss auch sagen, Davis wirkt für mich heute auch echt extrem unsicher. Und ich weiß nicht, warum, was da los ist. Aber der wirkt echt extrem unsicher. Mann, habe ich einen Hunger. Ich muss sagen, ich bin, es ist kein gutes Spiel, aber ich bin vielleicht sogar ein bisschen positiv überrascht, weil ich echt ein ganz, ganz schlechtes und komisches Gefühl hatte, aber es ist total in Ordnung. Es ist total in Ordnung. So, ich soll sofort mit Essen mit fertig. So. Dann kann ich mir noch Kinderriegel. Auf Vlog, da wie größer ist er? Nee, Das ist Quatsch. Ich meine, Sané spielt seit Wochen mit Verletzung und Gnabry hat sich jetzt seit von Verletzung gerade auskuriert. So, kannst du nicht vergleichen, die beiden miteinander aktuell. Kimmich auch wieder top als Rechtsverteidiger. Naja, er spielt halt wirklich eine sehr offensive Rolle, weil er in der Defensive nicht gefordert ist, ne? Sind wir ehrlich. Oh. Richtig geile Flanke, Mann. Von Davis beim Tor. Ham, 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 ham. So. Wo ist die Licht? Die Licht sitzt auf der Bank. Ah. Habe ich schon deswegen besser, weil er mit dem Kopf zum Ball geht. Ich glaube, Sané wäre in der Szene auch mit dem Kopf zum Ball gegangen. 1 und Leverkusen, was ist das? 45 plus 9? Oder was? Na, ah, 45 plus 8! Kannst du auch keinem erzählen, Junge, die sind so krank. Handelfmeter, okay. Okay, warte, was bei Union spielt kurzzeitig in Unterzahl, weil noch kein Ersatz für Blablabla bereit ist und jetzt ist er noch einer weniger. Gosens wird erneut von Teller überlaufen und kommt mit seiner Grätsche deutlich zu spät. Brandt sogar keine Sekunde und stellt den Nationalspieler vom Platz. Ja, schön. Ah. Aha, also dann gab es ein Tor für Leverkusen, es wurde wegen Abseits zurückgenommen. Das wurde dann gecheckt mit dem VR für ein Handspiel. Und dann gab es den Elfmeter von Wirtz. Ja, Leverkusen wieder turbulent unterwegs, ey. Die sind so verrückt, die Männer in Leverkusen. Leverkusen ist so verrückt. Was sagt Twitter so zum ersten Durchgang? Ich freue mich auf Dienstag, du. Ich freue mich auch auf Dienstag. Ich freue mich auch. Glaubst du, Nabi schafft es noch zu M? Boah, erstmal Cedric.
was geht ab. Ich kann es nicht einschätzen. Ganz, ganz schwierig. Wenn er jetzt weiterspielt, so, ey, dann warum nicht? Aber ansonsten, krank, er war halt einfach viel zu lange verletzt. Wann gehst du wieder zum Friseur? Es wird bald passieren, Leute. Bleibt ruhig, es wird bald passieren. Mann. Ich arbeite da gerade an was. Der kann es sein, dass es irgendwie auch die dritte oder vierte Woche in Folge ist, in der Leverkusens Gegner einen Platzverweis kriegt? Nur mal so als Frage. Kann es sein? Naja, Dienstag ohne... Na, das weiß man ja noch nicht, ob wer von denen wieder fit ist und wer nicht. Am Dienstag wird sicherlich wieder wer fit sein. Der ist doch krank, Leverkusens Gegner wirklich immer mit einer roten Karte, Mann. Boah. Heavy. Gnabry mit einem Tor jetzt und schon einer Vorlage. Und insgesamt macht er einen richtig guten Eindruck. Für mich. Na, das gefällt mir. Gnabry gefällt mir gut. Vielleicht sogar der beste Bayern-Spieler auf dem Platz aktuell. Ich glaube, er könnte der beste Bayern-Spieler sein. Schöner und gut, ja. Also viel besser, als ich erwartet hätte. Und ich habe es euch gesagt, ich hatte ein komisches, gruseliges, aus irgendeinem Grund halt auch echt schlechtes Gefühl, aber das passt bisher alles. Hopsala. So, jetzt kann halt ja noch zu Ende sein, oder? 26, oh Gott, es sind noch ein paar Minütchen. Ha. Leverkusen verliert noch. Ich glaube nicht dran. Wieder rote Karte bei Leverkusen. Ja, das ist so. Ey, es ist geisteskrank, wirklich. Ist das die dritte Woche in Folge oder die vierte? Und auch 45 plus 8 hier den Führungstreffer. Das ist so krank. Leverkusen ist so krank. Das ist so verrückt, Alter. Das Gnabry ist wirklich wieder in Endseason-Form, ne? Der ist wieder wie letztes Jahr, da war auch zum Ende der Saison richtig gut in Form und jetzt scheinbar auch am Meter machen zum Ende hin. Das ist krass, das ist cool, das ist auch ein gutes Timing. Mainzer. Boah, er war auch gut geschossen, der Elfer vom Flo. Der LOL, hier ist wirklich immer ein Twitter-Account, der jedes Tor hochlädt, was fällt. Alter, was ist das denn für ein... Junge, was ist denn vor dem 3:0 passiert? Da taucht ein Spieler über den Ball her. Oh mein Gott, wie dumm sah das denn bei Freiburg aus? Oh. Da-dum. Wo kann man nachgucken, wie lange man schon Kanalmitgliedschaft hat? Ich weiß nicht, ob du das nachgucken kannst. Ich kann das wahrscheinlich in der Theorie nachgucken, aber da muss ich jetzt erstmal über 200 Namen durchchecken.
Für Mahat Mariki. Weißt was, komm, ich guck mal kurz, dir zuliebe. Mahat Mariki. Okay, der Schiedsrichter hat sich wohl verletzt. Bisher habe ich den Namen nicht gefunden. Tut mir leid, ich finde dich gerade nicht. Ich habe deinen Namen jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Oder jetzt suchen. Also, okay. Schiedsrichter hat sich verletzt. Vielleicht wird einer aus dem Publikum geholt. So, komm. Macht mal jetzt hier weiter mit Spielchen. Macht mal weiter mit dem Spielchen. Ah. Das war ein kleiner süßer Fan am Winken. 0-2 aus Sicht der Heidenheimer. Es läuft gut für die Bayern. Machen wirklich ein gutes Spiel. Alter, sage ich auch danke für die Rosen, die du geschickt hast eben. Kuss. Wieso hat Gosens rot, du? Ich hab's nicht gesehen. Wie heißt du auf YouTube? Lihas2004. Wie auf TikTok, nur mit ohne den Unterstrich. Und dann Comeback 2012. Schreib mal, wenn du im YouTube-Chat drin bist. Alter, Gerd ist über ein Kurzvideo beigetreten. Das ist ja schön. Wie viele Likes habt ihr geschafft bis zur Halbzeit? Nicht mal die 50.000. Bin schwer enttäuscht. Und schon 300 Rosen geschickt. Leute, was wurden hier zu Teures reingeschickt? Handherzen, danke für die Handherzen und die Teamherzen und die einzelnen Rosen. Leute, ja gut, danke einfach. Meinung zu Leipzig, Freiburg, keine Ahnung. Ich habe gerade das dritte, ich gucke ja das Bayern-Spiel nur. Aber dass die 3-0 hinten liegen, das letzte Tor sah echt dumm aus. Das 3-0, da ist echt was Dummes passiert. Hoffentlich bringt der Tuchel nicht wieder Chupo, ich kann das nicht mehr sehen. Ja, ich fühle. Fühle. Einer schreibt, Beste macht das 1-2, dann Kane auf 1-3, Kane auf 1-4 und Tell auf 1-5 noch. Ja, das wäre ja was. Das wäre mal was. Bei uns ist es Bayern-Dusel, bei Leverkusen ist es Köln. Das ist ja interessant. Ganz im Ernst, ihr wisst, ich bin Bayern-Fan durch und durch. Und ich hasse es auch, wenn Leute sagen, ja, wieder Bayern-Dusel. Aber ganz im Ernst, Leverkusen, die sind einfach krank. Das ist einfach auch, irgendwann ist es Mentalität, wenn du Woche für Woche für Woche, und das ist, ich weiß nicht, ob es, vom Gefühl her ist es schon locker jetzt 10-mal passiert, dass Bayer Leverkusen richtig spät die Siegtore geschossen hat. Und seit dem Spiel im Januar, gegen Augsburg. Seitdem passiert es halt wirklich regelmäßig, dass die das ganz späte Siegtor schießen. Einfach krank, das ist krank, das muss man neidlos anerkennen. Das muss man neidlos anerkennen, wie heftig das ist. Okay, die Schiedsrichter brauchen noch kurz 5 Minuten, okay. Kreislaufproblem beim Hauptschiedsrichter, okay. Interessant, Leute. Lasst ein Abo da in der Zeit. 5 Minuten brauchen wir noch. Wartet mal kurz. Ich habe das Gefühl, ja. So. Zack. Kim und Delich, Kombo-Fahrzeug. Ich würde mich freuen, wenn wir die mal sehen, aber... Thomas Tuchel hat meistens andere Pläne für uns. Meinung zu Martina Voss-Tecklenburg als Bayern-Trainerin. Für die Männermannschaft oder für die Frauenmannschaft? Weil die Frauenmannschaft sind ja mit einem guten Trainer unterwegs. Die machen ja, die sind ja, die zeigen sich ja gut, und für die Männer auch auf keinen Fall, nee.
So, Schiedsrichter. Okay, wir hatten den vierten da. Warte, weil keine Ahnung, was jetzt passiert. Verfolgst du das Titelrennen in der Premier League? Ich, wenn was läuft, gucke ich ab und ich guck ab und zu mal rein. Aber jetzt, aber es ist sehr spannend an sich, ne? Das ist sehr spannend, das Titelrennen in England, ne? So, was passiert hier jetzt? Ha. Huh. Keine Ahnung. Premier League, yo. Da können drei Teams Meister werden. Arsenal, City und Liverpool. Tschüss. Oh, Man City. City hat City gepatzt. City hat schon gespielt. Ah, ne, gewonnen. Okay. Huh. Huh. Okay, es wird erstmal ohne vierten Offiziellen gespielt. Außer es findet sich noch einer. Okay, also einer wird potenziell gesucht, der dann den vierten Offiziellen machen kann. Lia, würdest du eine Bayern-Rückkehr von Hansi Flick gut finden? Ich glaube auch Hansi Flick, vom reinen Gefühl, was ich habe, ist das nicht der, den wir brauchen würden. Toller Kerl, aber ich glaube, der, das ist es nicht. Wird Wechsel zu Bayern 2025 realistisch? Ich kann es mir vorstellen, ja. Würde ich schon sagen. So. Drei Wechsel bei Heidenheim scheinbar direkt. Jo. Okay, also. Dreifachwechsel. Gibt es noch mal ein paar Anweisungen bei den Heidenheimern? Wer kommt denn? 18. Das ist Pieringer. Nummer 2. Das ist Busch. Und den letzten sehe ich nicht. Dingschi scheinbar nicht auf dem Feld mehr. Also, es geht Föhrenbach. Dafür kommt Busch. Schöppner raus. Dafür kommt Pieringer. Und Beck scheinbar auch noch raus. Dafür kommt Sessa. Ne, Sessa. Und die Heidenheimer beginnen hier mit dem zweiten Durchgang gegen den FC Bayern. Bin sehr gespannt, was hier passiert. Die roten Trikots von links nach rechts, Heidenheim. Mal gucken, was passiert. Da ist direkt mal einer der neuen Männer am Ball. Das ist nämlich Busch, aber den Ball kann Upa für sich gewinnen im Duell von Nummer 2 gegen Nummer 2. Kane, oh, deppt sich hier weg in einem Zweikampf. Sonne steht scheinbar nicht so richtig optimal. Und das ist Traoré. Omar Traoré am Ball. Jo, und guter Einsatz von Musiala. Der holt den Einwurf für den FCB. Auf eine gute zweite Halbzeit. Ja, färbt den Chat nochmal rot-weiß. Färbt den Chat nochmal in rot und weiß. Zack, Bayern Echo auch rein. Abonniert nochmal. Machen 45.000 müssen wir, 55.000 müssen wir noch voll machen heute, Leute. Heute, Leute, 45.000 müssen passieren. Und Minjae Kim viel aufgestützt, aber es gibt keinen Pfiff. Vom Schiedsrichter Goretzka mit einem riskanten Spiel und Ulreich bringt den Ball Richtung Gnabry, was auch immer der da versucht. Der spielt den nämlich wieder irgendwie komisch zurück und Ehren Dingchi. Es wird Handspiel reklamiert, Upamecano klärt den Ball raus. Okay. Jetzt macht mich nicht nervös, jetzt hier nicht direkt früh so einen Halbmeter gegen sich bekommen, das wäre die Hölle. Das wäre Worst Case für den FC Bayern. Okay, und es geht weiter. Oh, Müller kann hier den Ball blocken. Aber Heidenheim weiter im Ballbesitz, aber Kimmich hält den Fuß davor. Und damit können die Heidenheimer es hier nicht über die rechte Außenbahn nach vorne spielen. Da war Jan-Niklas Beste, der Mann, der von Busch gesucht wurde. Und nächster Einwurf für den FC Bayern. Jetzt gucken wir nochmal, was für eine Szene wurde da jetzt eben. Einmal wurde es da lauter. Goretzka. Ja,
kommt, wenn vom eigenen Körper. Und ich glaube, der hat nicht mal berührt, der Ball, alles sauber. Ja, Heidenheim spielt das direkt anders. Also direkt diese ersten 2 Minuten sehen ganz anders aus als alles, was in den ersten 45 gesehen wurde. Busch lässt da mal Thomas Müller aussteigen. Spielt den Ball hinten rum. Omar Traoré rechts außen, bietet sich an. Serge Gnabry, der Erste, der ihn damit Tempo anläuft, passt durch die Mitte. Ja, Musiala kommt nicht dran. Goretzka stellt es aber weiterhin sicher zu. Und Omar Traoré. Traoré. Ball abgeblockt. Die zweite Versuch in die Mitte geflankt. Und noch nicht richtig geklärt. Noch gar nicht geklärt. Geblockt von Kim. Und Goretzka spielt es nach vorne. Müller klärt den Ball raus. Kane steckt ihn jetzt durch für Musiala. Oh, Müller läuft mit. Jamal Musiala muss es alleine machen. Und das ist ein Foulspiel von Erin Dingci. Ja, da hält er ihm, zieht er ihm an den Arm. Nimmt Musiala auch sehr dankend an. Jupp, und auch der Ellbogen war komplett angelegt von Min Jae Kim. Ja, das ist eine ganz kurze Berührung. Musiala macht da echt einiges draus. Da darf er sich Musiala nicht beschweren, wenn der Schiedsrichter das nicht pfeift. So. Okay, Joshua Kimmich steht hier bereits im Freistoß. Linke Seite, ungefähr linke 16er Kante, aber eher 24 Meter bis zur Grundlinie, würde ich tippen. Schnell ausgeführt für Musiala, der kriegt den auch irgendwie durch. Musiala mit ein bisschen Dusel bleibt er da am Ball. Aber der Ball wird dann, aber der Abschluss wird von Kevin Müller gehalten. Joshua Kimmich bringt nochmal eine Flanke rein. Upamecano hat einen Kopf dran, aber der geht, ja, ungefähr 12 Meter neben den Kasten. Der Heidenheimer. Glück gehabt, Freistoßvariante, Best hat eigentlich den Fuß dazwischen. Abprall dann trotzdem bei Musiala und dann war es Mainka, der Kapitän, der den Ball davor der eigenen Linie blockt. Oh, 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 oh. Ah, ja, ja, und jetzt ein Ball durch und das ist Kleindienst gegen Sven Ulreich. Und es ist nicht Kleindienst, es ist der frisch eingewechselte Sessa mit dem Anschlusstreffer aus dem Nichts. Kevin Sessa in der 50. Minute und aus dem Nichts. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was war das denn? Wo kam das her? Langer Abschluss von Kevin Müller. Min Jae Kim gewinnt das Kopfballduell. Upamecano rückt ein bisschen raus. Upamecano rückt einen Schritt raus und dann kriegt er den Ball, beziehungsweise kriegt irgendwer vorher den Ball nicht. Oh, das tut weh. Oh oh, oh oh, oh oh. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Erstes Bundesliga-Tor, Kevin Sessa. Ei. Ja, Kleindienst kann den Ball da behaupten und spielt eine Seitenverlagerung. Zum Glück nicht in den Lauf von Beste. Und jetzt geht's weiter. Beste mit einer herausragenden Flanke für Kleindienst. Das ist der Ausgleich! Was passiert hier? Was passiert hier? Es hat eine Minute gedauert. Und Heidenheim dreht das Spiel. Beste auf Kleindienst. Boah, was eine Hereingabe. Die war perfekt. Dicker. Digga, ich pack es nicht. Oh mein Gott. Wow. Was eine Hereingabe von Beste. Was ein Abschluss von Kleindienst. Ich kann das nicht mehr, Leute. Ich kann das nicht mehr. Weißt du, vor zwei Minuten war die Welt in Ordnung. Wir schießen fast das 3:0. Und im Umkehrschluss gibt es dann einfach mal den Ausgleich dazu. Weil warum auch nicht? Warum auch nicht? No. Ich brech ab, Alter.
10. Saisontor für Kleindienst. Jetzt funktionieren die einfachen Pässe nicht mehr. Davis Fehlpass auf 3 Meter. Dicker, ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Danke für die Rosen, Leon. Und danke für das Teamherz. Takich, Nanen und Lenny für die Rose. Ich kann das nicht. Von TikTok, kommt mal gerne in den YouTube-Stream rüber. Würde mich sehr freuen. Lias 2004 auf YouTube. Da seht ihr noch viel mehr, auch die Aufstellungen und so weiter. Und Kimmich. Treibt den Ball. Rechts außen hat Müller dabei. Jetzt, weißt du, jetzt ist der FC Bayern wieder extrem unter Druck. Goretzka. Goretzka für Kane. Harry Kane! Er kriegt den Ball nicht passend kontrolliert. Einwurf für den FC Bayern. Traoré klärt es raus. Einwurf. Hat sich wohl ein Assistent gefunden. Okay, hat sich wohl jemand gefunden, der den vierten Offiziellen machen kann. Serge Gnabry für Kane, vielleicht abseits. Harry Kane neben das Tor, nein! Abseits, ja. Oh. Digga. Boah. Also hat ein Mann eine nette DFB-Jacke bekommen und jetzt ist er hier Schiedsrichter. Ah, Heidenheim wieder vorne unterwegs. Kim löst das gut gegen Kleindienst, Junge. Und die beiden spielen sich hinten fast schon selber gefährlich. Kein Foul gegen Musiala und Traoré kriegt den Ball. Ehren-Ding-Chi auf rechts. Ding-Chi dreht sich um die eigene Achse. Ehren-Ding-Chi, Ding-Chi. Min-Jae Kim setzt dem Ganzen den Riegel vor. Leimer kriegt den Ball nicht, sondern direkt Musiala von Gnabry. Musiala treibt den Ball nach vorne. Müller, ganz schlechter erster Kontakt. Und der wird rausgeklärt von Gimba. Boah, Leute, ey, wieso kracht es hier jetzt so sehr? Wieso kracht es hier so? Min-Jae Kim am Ball, spielt zurück zu Sven Ulreich. Boah, Frank Schmidt am Seitenrand, sehr aktiv am Coachen, sagt den Jungs, rückt weiter vor, rückt weiter auf. Und der nächste lange Ball, diesmal in Richtung Müller, Thomas Müller. Ah, kann das Kopfballduell nicht für sich gewinnen. Kann es nicht gewinnen. Und Busch kriegt den Ball. Ohne Anspielstation. Oh Mann. Marnon Busch, Leute. Marnon, den Vornamen habe ich noch nie gehört. Marnon. Okay. Nächste Balleroberung. Harry Kane vor dem Tor. Harry Kane! In die Arme von Kevin Müller! Den darf er machen, diesen Ball! Oh Mann! Den darf Kane verwandeln! Boah! Da hat der Torwart die Ecke geahnt. Muss er ans andere Eck schieben wahrscheinlich. Ah, das wäre jetzt so wichtig gewesen, die direkte Führung wieder. Ey, in 2 Minuten das Spiel verspielt. Leute, ins. Packt ihr, checkt ihr das, versteht ihr das? Innerhalb von 2 Minuten hat Bayern das Spiel verspielt gerade, ne? Es hat. Nicht mal. Serge Gnabry. Ja, das ist ein Foul gegen Gnabry. Ja, sehe ich auch so. Freischuss Bayern in der eigenen Hälfte noch. Kim, okay, Kim unter Druck, Mitte auch zu Kim. Ja, spielt den Ball jetzt die linke Außenlinie entlang. Landet aber nicht bei Gnabry. Heidenheim kickt den aber auch nur wieder nach vorne. Und Müller verlängert den. Und jetzt wird der von Maloney einmal zurück bis zu Kevin Müller gespielt. Boah. Oh, wieder Druck, aber das löst und der Ball kommt an. Ehren-Ding-Chi. Und der Ball wird nach vorne getragen. Das ist Sessa, der Schütze zum 1:2. Traoré mit der nächsten Flanke. Abseitsposition wäre es wohl gewesen. Und der Pass auch einen Tacken zu lang. Für Tim Kleindienst im Zentrum. Sven Ulreich kriegt den Ball zurück von Joshua Kimmich. Und Sven Ulreich macht Meter. Und Ulreich auf Davis.
Davis mit Gnabry. Hacke kommt sogar an. Und jetzt treibt Goretzka den Ball nach vorne. 4 gegen 3. Davis auf links. In der Mitte ist das ein Harry Kane. Harry Kane in der Mitte wieder für Gnabry. Guter erster Kontakt. Ey! Schiedsrichter sagt kein Foulspiel in der Mitte. Kein Gehalte. Bayern weiterhin vorne. Mit Leimer. Für Kane. Der dreht sich um die eigene Achse. Oh, und dann kommt er da selber aus dem Tritt. Und Jan-Niklas Beste macht Meter. Beste gegen Kimmich. Ja, da kommt er nicht vorbei. Da kommt er nicht vorbei. Und wieder Harry Kane. Wieder Harry Kane. Wohin mit dem Ball? Kane. Druckpass für Gnabry. Nimmt er gut an. Spielt über Goretzka. Musiala. Wieder für Kane. Wieder für Kane. Gnabry verpasst. Und die Fahne ist sowieso oben. Aber den darf man machen. War wahrscheinlich auch von Müller für Gnabry eigentlich gedacht. Oh, schade. Wenn der noch einen Tacken mehr zu Gnabry direkt ankommt, dann sieht das hier richtig gut aus. So ist es einfach nur abseits. Schade. Oh, Leute, lasst doch mal einen Daumen nach oben auf dem Stream da. Und TikTok, kommt in den YouTube-Stream rüber. Nia2004 auf YouTube, würde mich freuen. Danke für die Rose, BS Customs. Vivian, danke fürs Follow. Und Spitze174, auch danke fürs Follow. JR, Ali, danke für die Follows von euch. Boah, Upamecano muss da zur Grätsche runtergehen. Wow. Danke, Guludam, Family on Tour, Leon Freestyler, Karim und Reus. Deutscher aus Türkei, Leon Freestyler. Und was wird denn hier jetzt hier gepfiffen? Foulspiel vom FC Bayern, ich pack's nicht. Oh Mann, Tuchel richtig sauer, kriegt gelb. Tuchel ist richtig sauer, meine Fresse, ey, bin ich froh, wenn der nicht meiner Seitenlinie steht. Mainz führt 2-0 gegen Darmstadt, okay, interessant. Fast 1000 Zuschauer, deswegen teilt den Streamer, dann gehen wir noch auf 1000 hoch. Und Kim, guter Zweikampf, was passiert hier? Jetzt schießt der Pfeif komisch. Sesko mit dem nächsten Tor. Okay. Der, wieso kommt er ihm so nah? Wieso kommt der Schiedsrichter Ehren Dingchi so nah? Hey Ehren, ich musste was sagen. Bisschen ruhiger Ehren bleiben. Bleibst du ein bisschen ruhiger, Ehren? Junge, er war einfach so nah. Was ist das denn? Wieso bleibt er dem so nah? Hä? Sah übel komisch aus. Und ich hoffe, ich habe jetzt hier niemanden verängstigt gerade. Oh, die beiden kriegen hier keinen Zugriff. Jetzt vielleicht gleich auch mal den Matthijs Tell bringen. Wen haben wir noch auf der Bank? Ja, ich kann es nur Tell bringen. Was ist mit Heidenheim los? Nächste Hereingabe. Kim hat einen Kopf davor. Dingchi an sich, guter Versuch. Und Omar Traoré. Ey! Der tritt gefühlt nach bei Davis. Nächste Hereingabe. Wird nicht verwandt. Oh nein, Beste. Oh, Beste. Kann den Ball nicht so richtig gut kontrollieren. Kimmich gegen Beste. Kein Foul, Junge. Löst Kimmich. Davis steht wieder. Müller. Ja, spielt den Ball nach vorne. Zu Kane, der den... ja, nicht festmachen kann. Das ist auch ein... also wirklich so ein taktisches Foul von Gimba. Da muss es... ja, gibt auch die gelbe Karte. Also wirklich. Der schüttelt da so sehr am Harry Kane rum. Er stellt sich wirklich so frontal vor ihn und schiebt ihn weg mit dem gesamten Körper. Zum Glück gibt es da die gelbe Karte für. Für Gimba. Sechste gelbe Karte. Und Upamecano hat jetzt hier diesen Freistoß in der eigenen Hälfte, den er ausführen muss. Spielt über Joshua Kimmich. Und wieder Gimba genauso am Halten. Und Kimmich mit einem Foulspiel. Was soll er denn machen, wenn er sich da so in den Weg stellt? Er läuft nur nach vorne. Aber Gimba das schon wieder so am Halten. Also... jetzt Freistoß, andere Seite, Heidenheim hat den Ball und verteilt die Murmel.
Ja, Thomas Müller kommt da vorne angelaufen, macht da viel Druck. Aber der Ball der Heidenheimer kommt tatsächlich an. Davis legt sich den Ball weit vor, spielt ihn in den Fuß von Kleindienst. Goretzka sehr physisch, Kleindienst bleibt am Ball. Das ist jetzt Ehrendingci. Gnabry hinterher, Ehrendingci bringt ihn in die Mitte. Dingci nochmal! Geblockt von Kim ins Gesicht von Min-Jae. Eieiei. Oh. Und Ball über rechts mit Joshua Kimmich. Joshua Kimmich. Und Goretzka. Leon Goretzka. Ja, Niklas Beste mit einer amtlichen Grätsche. Aber die Heidenheimer kriegen den Ball nicht zurück. Kimmich jetzt wieder im Zentrum. Kimmich mit Gnabry. Gnabry dreht sich auch in die Mitte. Dreht sich um die eigene Achse. Gnabry vorbei am Gegenspieler. Und kriegt hier wieder den Ball. Das war schwach. Und durch die Beine von Davis, Dingci mit Cesar, Dingci langer Ball. Dingci ganz schön langer Ball. Tim Kleindienst gegen Dayo Upamecano. Kleindienst bringt ihn ins Zentrum. Am zweiten Pfosten läuft Dingci mit. Aber der Pass kommt zum Glück nicht durch. Oh Mann. Und die Beine über rechts. Wieder Thomas Müller. Da fehlt es einfach an Tempo, wenn Müller da steht. Ich mag den Kerl ja wirklich. Aber auf dem Flügel oder auf so einem Halbflügel ist das nicht. Jamal Musiala. Kein Foul? Wieso ist das kein Foul? So wie er gehalten wird, verstehe ich nicht. Naja. Langer Ball der Heidenheimer. Davis kann den Ball runternehmen, kann den Ball kontrollieren und spielt Sven Ulreich an. Ulreich, Joshua Kimmich am Ball, Joshua Kimmich mit Jamal Musiala, Musiala wird gefoult, ja, und das ist wieder Kimba, das ist jetzt schon sein zweites Vergehen seit der gelben Karte, also der sollte sich hoffentlich ein bisschen in Acht nehmen. Ja, geht doch, Tell wird kommen, na endlich, Mathis Tell wird eingewechselt. Schon wieder 5 Minuten zu spät, meiner Meinung nach. 5 Minuten zu spät, schon wieder. Und Kane vorne, wieder gegen Kimba. Kane vorbei an Kimba, Ecke. Ja. Oh. Eckball für die Bayern. Von der rechten Seite, Kimmich mit rechts, mit dem Wegdrehen vom Tor. Und Mathis Tell. Ein Spieler, der es sicherlich verdient hätte, hier in der Startelf zu stehen. Aufgrund seiner Leistung, er hätte es sicherlich verdient, in der Startelf zu stehen. Kimmich von rechts mit rechts, ihr wisst es, weg vom Tor. Strafraumbesetzung gar nicht so groß. Aber natürlich die großen Spieler und hier wird jetzt erstmal gepfiffen. Boah, der wäre richtig gut gekommen für Harry Kane, weil Nummer 18, Piringer, umklammert da wirklich Leon Goretzka. Eigentlich ist sowas doch eine gelbe Karte dann auch. Also warum ist es... Wenn jemand so krass umklammert wird vorher schon, ist es, eigentlich muss man das doch auch wie ein Foul bewerten, oder nicht? Die Heidenheimer versuchen sich hier vermehrt, jetzt einfach bei den Bayern-Spielen irgendwie einzuhaken. Kimba gegen Kane. Ich würde es dem auch wirklich gönnen, wenn Kane jetzt das Tor macht. Kimmich. Eckball wird jetzt ausgeführt. Kane kommt im Strafraum zu Fall und Leimer kann den Ball auf der anderen Seite im Spiel halten. Leimer, ja, muss es über Sven Ulreich spielen. Mann! Und Davis im Zentrum ist eine Anspielstation. Leimer kriegt den Ball jetzt auch. Musiala wäre auch da gewesen. Aber Leimer treibt den Ball nach vorne. Nimmt jetzt Serge Gnabry mit. Der zieht von links ein bisschen ins Zentrum. Nimmt Goretzka mit. Kimmich und rechts außen startet Müller sich anzubieten. Musiala kriegt den Ball vorm Strafraum. Jamal Musiala ins Dribbling. Zieht in den Strafraum. Musiala wieder zur Grundlinie. Musiala bringt ihn mit Druck vorher. Und es steht da kein Abnehmer. In der Mitte ist keiner, der den Ball verwandeln kann. Man muss nur den Fuß reinhalten. Es muss irgendeiner einfach nur den Fuß reinhalten. Ah, und Harry Kane wartet gerade auf den Pass in den Rückraum. Geht die Bewegung in den Rückraum ein. Oh. So, Tell kommt jetzt. Ich habe ein bisschen Angst, dass er Gnabry runternimmt. Ja, leider. Oh, das ist doch schon wieder Kacke alles. Das ist schon wieder Kacke. Er nimmt Gnabry runter. Beste Bayern-Spieler, offensiv auf jeden Fall, vielleicht insgesamt der Beste. Hat ein Tor geschossen, eins vorbereitet. Serge Gnabry hat hier eine richtig gute Partie gemacht.
Aber der hat wahrscheinlich einfach noch nicht die Kraft, die Power. Das ist einfach noch nicht die Möglichkeit, hier 90 Minuten zu spielen. Von daher. Scheiße, Mann. Ich hätte lieber Müller draußen gesehen, muss ich sagen. Und jetzt haben wir noch einen Zaragoza, der spricht die Sprache nicht. Der kennt die Spielidee nicht so richtig. Der hat Schwierigkeiten bei der Kommunikation im Verein. Das ist definitiv nicht optimal. Bayern jetzt aber gut. Goretzka, da ist er direkt. Kill! Nein! Den hält der Keeper! Mann! Oh, 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 oh. Und das wird auf einmal ein 3 gegen 5 oder so. Heidenheim, Ehren Dingchi. Davis ist dabei. Dingchi gegen Davis. Dingchi zieht ins Zentrum. Davis, gute Grätsche. Holt den Ball wieder. Sven Ulreich hat ihn. Ja, und Ulreich wählt den langen Ball nach vorne. Müller verlängert den für Kane. Kane gegen Gimba. Einwurf für die Bayern. Harry Kane mit dem Einwurf relativ schnell ins Zentrum für Leon Goretzka. Goretzka mit Musiala auf links, ganz außen wäre Tell. Musiala in die Mitte. Guck mal, wie den da wegschubsen, Mann. Gute Grätsche, Goretzka. Jetzt wird's hier echt hitzig. Holt den Ball. Holt ihn euch. Da haben wir ihn doch. Müller. Kimmich guckt. Nimmt jetzt Kane mit. Harry Kane! Wieder knapp daneben, Mann. Das kann nicht sein. Das könnte hier die vierte Hütte für Harry Kane sein. Oh, wieder knapp. Von rechts knapp daneben der Schuss. Oh. Oh, Tell wartet. Ja, der Keeper macht's gut. Er kommt gut raus, verkürzt den Winkel. Vielleicht muss Tell schon einen früher abschließen. Vielleicht muss er einen früher abschließen, ey. Und jetzt gibt's den Abschluss von Kevin Müller. Wieder lange Tanne wird das. Es wird eine lange Tanne werden. Das ist so eine Schande. Der durfte in der Liga erst einmal in der Startelf stehen. Ist das frech? Und langer Ball der Heidenheimer. Seitenverlagerung kommt nicht an. Alphonso Davies kann den Ball hier ins Ausgehen lassen und einwerfen. Wirft zu Goretzka. Der hat Platz sich zu. Warum? Ich habe mitgesagt, perfekter Pass von Goretzka. Und Musiala für Tell, aber der Pass verhungert unterwegs leider. Den hat Omar Traoré. Boah. Und Jan-Niklas Beste. Jan-Niklas Beste. Beste, was macht er? Jan-Niklas Beste gegen Müller, gegen Kimmich. Balleroberung FC Bayern. Ne, Heidenheim kriegt den Einwurf. Einwurf für Busch. Der ist weit für Beste. Beste an der Grundlinie. Bringt den vorher, Min-Jae Kim. Klärt den raus und das gibt den Einwurf wohl. Also wir haben jetzt, Chat, wir haben noch zwei Offensivspieler auf der Bank, ne? Zaragoza und Choupo-Moting. Ich will eigentlich keinen von beiden unbedingt sehen. Also vor allem nicht Choupo. Vor allem nicht Choupo-Moting. Fans auch viel, viel besser drauf als im ersten Durchgang. Viel, viel besser. Und der Ball rausgeköpft. Wieder reingebracht vorne. Dingchi. Hoch. Und da ist auf einmal dann der Kapitän Mainka zur Stelle, aber der trifft den Ball nicht. Tell gegen Traoré, Einwurf für die Bayern. Boah. Das ist hier schon wieder echt schwierig. Das ist nicht angenehm. Ball rausgeklärt. Ach, die Bayern kommen auch nicht an den Ball. Leimer jagt den Ball gut hinterher, aber kann ihn auch nicht bekommen, ey. Traoré mit Dingchi. Der Ball wieder zu Traoré. Davis Eckball. Boah.
Oh, Boniface hat sein Comeback gegeben, sehe ich gerade im Ticker. Boniface wieder in der Partie. Oh, wieder Eckball von Jan-Niklas Beste. Jan-Niklas Beste von rechts mit links zum Tor hin, der Eckball, Junge. Und der kommt mit einer Power geschlagen. Nein! Ulreich hat ihn! Boah, war das ein Ding schon wieder! Junge, schlägt der gute Standard! Das ist krank! Jan-Niklas Beste, was der für Ecken und schießt, wow! Und der mit einem Druck aufs Tor und das hält Ulreich gut. Das hält Sven Ulreich gut. Boah, alter Schwede. Puh, meine Güte, Leute, ey. Ich kann das so langsam nicht mehr. Bayern wieder vorne. Kane. Ah, Tells abseits gestartet. Kane. Schießt mal Ecke. Nein. Ah, trifft er den eigenen Fuß. Er trifft den eigenen Fuß. Er trifft den eigenen Fuß. Kommt, Jungs. 23 Abonnenten noch. Ne, 33 Abonnenten noch. Dann gehen wir auf 55.000 hoch. Das heißt, wenn ihr neu seid, lasst unbedingt... Oh nein, Schupo kommt. Wenn ihr neu seid, lasst unbedingt ein Abo da. Wenn ihr auf TikTok gerade zuguckt, folgt mir auf YouTube rein. Denkt auch nochmal an alle... An alle Rosen und Flammenherzen und was auch immer ihr auf TikTok reinschickt. Kuss, 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 Kuss. Danke an alle, die auf TikTok auch reinfollowen. Followt bei YouTube auch. Würde mich freuen. Und dann machen wir die 55.000 heute noch full. Nächster Abstoß von Kevin Müller. Upamecano kriegt den Ball. Goretzka scheitert. Scheitert an Sessa. Sessa. Boah. Leimer. Und das ist wieder ein Foul. Das ist wieder ein Foul. Ich fuck es nicht, Mann. Ich packe es nicht. Das sieht für mich aus wie ein ganz normales Duell von Körper gegen Körper. Also wirklich. Jetzt mal bei aller. Also wirklich. Das ist kein Foulspiel. Das ist kein Foulspiel. Und ja, Niklas Beste wird uns den so reinknallen, ne? Beste wird uns das Ding so reinzimmern. Ich habe so Angst. Jan-Niklas Beste, Junge, und das war kein Foulspiel. Jan-Niklas Beste, ich sehe es kommen, wie das einfach eine Schnur in den Knick. Ich sehe es kommen. Ich weiß, was passieren wird. Beste wird ausholen und wird diesen Ball in den Giebel schießen. Machst du nichts gegen. Der Kerl sieht jetzt schon, der sieht so entschlossen aus. Boah, da zieht es mir kalt den Rücken runter. Ja. Jan-Niklas Beste, er wird das Ding machen, ich sehe es. Beste läuft an, Beste! Oh. Drüber! Drüber! Musiala geht, Choupo kommt! Nimm doch bitte Thomas Müller runter! Der macht ein schlechtes Spiel! Warum Müller runter? Und da geht er runter. Boah, Mann! Verstehe ich nicht. Warum geht Jamal Musiala jetzt raus und Choupo kommt und Müller spielt immer noch? Das ergibt einfach keinen Sinn. Müller macht kein gutes Spiel. Junge, und jetzt ist Heidenheim aber richtig ambitioniert. 1, 2, 3, 4, 5 Spieler, 6 Spieler stehen vorne am Münchner Strafraum. Und Bayern spielt es trotzdem kurz aus, okay. Sven Ulreich, ja, der jetzt mit dem langen Ball. Choupo-Moting läuft das da direkt mal an, aber das, boah, das ist es nicht, das ist es nicht. Dennis Tomala jetzt übrigens im Spiel. Hat er das mit Sophia Tomala zu tun? Sieht nicht so aus, nee. Sieht wohl nicht so aus. Und Mathis Tell am Ball. Min-Jae Kim. Und Leimer. Ballverlust. Zum Glück mitten ins Nichts. Und der nächste lange Ball. Wieder für Harry Kane. Kane macht den fest. Thomas Müller auf Choupo-Moting. Choupo wieder auf Müller. In der Mitte Harry Kane. Flanke raus, die Köpfe von Gimba. Oh.
Leimer. Spiel's hin rum. Jetzt ist noch mit Nachspielzeit, wird es eine gute Viertelstunde sein, die wir jetzt hier noch zu gehen haben. Und das ist ganz schön übel. Tell bringt einen interessanten Ball vorne rein. Müller kommt da nicht dran. Kann diesen Ball nicht festmachen. Kevin Müller hat ihn. Aber nicht Thomas Müller. Boah, das macht mich hier mental fertig, was hier passiert, ne? Minjae Kim mit Kimmich. Ganz undankbares Zuspiel. Boah. Tomalla am Ball. Tomalla spielt's hinten rum. Und das ist Busch. Und der spielt's erstmal bis zu Kevin Müller. Ganz zurück der Ball bis zum Torwart. Vielen Dank übrigens heute auch für 35 neue Mitglieder im Stream heute. Meinte, wir können 40 heute mitmachen. Das wäre absoluter Rekord. Wenn wir noch. Obwohl, stimmt gar nicht. Aber das wäre. Ein Rekord wäre es tatsächlich nicht. Habe ich eine Sache vergessen. Aber das wäre sehr, sehr cool. Also, wenn da der eine oder andere Bock hat, ab 9 Cent, ihr könnt Kanalmitglied werden für einige exklusive Vorteile sowie exklusive Emotes im Chat. Und ihr werdet viel eher gelesen, weil eure Namen mit grün hervorgehoben werden. Dann würde mich das sehr freuen. Und der nächste Ball für Matthijs Tel. Omar Traoré macht's gut. Da weiß man, er hat ein gutes Handwerk beim VfL gelernt. Mit Dingchi. Und das ist Traoré. Und der macht Meter jetzt über die rechte Außenbahn. Der spielt auch noch den nächsten Pass. Das darf nicht sein. Der Ball vorher. Und Heidenheim führt ihn tatsächlich. Dem Kleindienst. Mit dem 3:2. Das kannst du keinem erzählen. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Was für ein Konter. Wir lassen uns hier nach Strich und Faden verarschen im Konter. Nach Strich und Faden. 80. Minute. Tim Kleindienst. Was ein Lauf vorher. Was ein Lauf vorher. Und dann der Ball vorhergebracht. Und da machst du auch nichts. Das musst du viel früher verteidigen. Viel früher musst du das verteidigen. Der Sternensprecher auch keine Stimme mehr. Ist es, ich habe auch keine Worte mehr. Ich habe keine Worte dafür. Und wisst ihr was? Heidenheim macht mehr nach vorne im zweiten Durchgang. Ich kann die nicht mehr sitzen und sagen, das ist so unverdient, das ist so ein Quatsch. Klar, Kane hatte auch 3 gute Abschlüsse, aber Heidenheim hat auch den nächsten guten Abschluss. Die hatten auch gute Möglichkeiten. 2:0 Führung. Innerhalb von einer Minute, keine Ahnung, lass es 85 Sekunden gewesen sein. Aus der Hand gegeben. Und jetzt noch dieses Tor? Schmeiß den Tuchel unter allen Umständen jetzt sofort raus. Wirklich. Ich pack das nicht mehr. Wirklich nicht. Ich kann hier nicht mal sitzen und sagen, ich bin so wütend, weil Heidenheim hier wirklich eine kämpferische, richtig gute Leistung auf den Platz bringt. Der erste Durchgang war echt schwach von denen, aber was die in der zweiten Halbzeit spielen, keine Angst, die laufen vorne an, die spielen freudigen Fußball, die spielen mutige Bälle, die bringen ihre Pässe auf einmal an. Das ist richtig gut, was Heidenheim hier macht. Nein, Kleindienst, da wäre es fast gewesen, das vierte Tor. Wenn ihr so spielt gegen Arsenal, wird Arsenal euch zerschießen. Ja, ich danke dir für die 5 Schweizer Franken. Schön, dass du es hier nochmal so, dass du ein Wort zum Sonntag ansprichst. Ich pack's nicht. Matthijs Tel kriegt den nächsten Ball. Tel weiß auch nicht wohin. Es geht hier auch nichts mehr vorne. Choupo-Moting ist vielleicht einfach auch nicht der Einwechselspieler, den man braucht. Holt den Ball immerhin zurück. Wieder Tel. Hat er gut gemacht, Choupo. Boah. Kimmich. Mit Thomas Müller. Es ist auch da zu wenig Spielidee. Kimmich geht mal die Linie runter. Kriegt den Ball nicht. Choupo kriegt ihn im Strafraum. Legt den ab für Tel. Matthijs Tel. Was macht der Franzose? Geht mal zur Grundlinie, schießt einfach mal. Aber den hat Kevin Müller, den Abschluss. Ich kann das wirklich nicht. Ich kann das nicht.
Ulreich hat den Ball. Sven Ulreich. Langer Ball. Ja, wird von Kane verlängert, aber da steht keiner. Also wirklich, was hat der den Jungs in der Halbzeitpause gesagt, dass die so schlecht spielen auf einmal wieder? Oder so? Foul spielt Sessa. Freistoß Kimmich. Ich weiß nicht, es spielen ja nicht mal alle schlecht. Nick Kane hatte gute Möglichkeiten. Musiala hatte Gnabry hatte einen guten Abschluss. Musiala hatte, glaube ich, auch einen Abschluss. So, es werden Sachen nach vorne versucht, aber jetzt kommt Guerrero für Müller und Zaragoza kommt. Zaragoza, also Guerrero und Müller gehen runter, Zaragoza. Und Guerrero stehen dafür jetzt auf dem Platz. Aha. Okay. Thomas Müller, wem gibt er jetzt die Kapitänsbinde? Goretzka auch übertrieben, sehr genervt jetzt hier gerade. Kimmich kriegt die Binde. Ich bin kein Lippenleser, aber ich würde sagen, Goretzka hat beim Hinsetzen gerade Scheiße, Mann, gesagt. Vor allem Leimer bleibt drin. Naja, Freistoß, Kimmich, der wird lang. Upa! Nicht drin! Tay kann ich nicht mehr im Spiel halten. Ich hoffe, es gibt den Einwurf für die Bayern. Na, Sessa liegt am Boden. Hält sich Nase, Stirn. Das sah mir aber... war es vielleicht eigener Mann? Oh. Oh, Leverkusen kann nächste Wochenende Meister werden. Leverkusen kann nächste Wochenende Meister werden. Ei. Ha. Danke nochmal für die Spende. Tell auf Davis kommt wieder nicht an. Und Leimer jagt da weiter hinterher. Traoré. Ball im Aus. 5 Minuten noch plus Nachspielzeit, Leute. 5 Minuten noch plus Nachspielzeit. Ich fass es nicht, Alter. Auf TikTok auch Dank an über 1000 Zuschauer. Macht gerne das Plus weg. Macht gerne alle mal das Plus weg auf TikTok. Danke, danke. Kim spielt den Ball zurück. Irgendwie wirklich auch nochmal mit 5 Schweizer Franken. Oh, kurz. Erstmal Kane. Harry Kane legt den Ball auf links, wieder auf rechts. Es ist vergeblich. Im Rückraum steht Choupo. Zaragoza. Und wird angeschossen. Abstoß. Toll kann nichts für Qualität und Einstellung. Er hat am Anfang der Saison gewarnt. Söldner plus Vorstand versagen. Aha. Keine Ahnung. Irgendwo würde ich auch behaupten, der stellt einfach extrem schlecht auf oder so. Oder gibt den Jungs irgendwie eine schlechte Einstellung und wechselt schlecht. Wolf Burrito, willkommen im Team. Vielen, vielen Dank für deine Kanalmitgliedschaft. Sehr, sehr lieb. Ich danke dir. Und danke natürlich auch für die Spende. Boah. Und Choupo hat den Ball. Kimmich auch. Muss zurück zu Sven Ulreich spielen. Er hat keine andere Wahl. Kimmich muss zu Ulreich spielen. Boah. Ich hab auch eben richtig fett auf meine Tastatur gespuckt. Zaragoza macht Meter durchs Zentrum. Brian Zaragoza spielt einen Ball für Tell. Der kommt nicht an. Traoré haut ihn lang raus. Handspiel, hallo, Schiedsrichter, Hand. Ja, Kim, schneller Einwurf, Davis. Das ist Leimer, hat Guerrero vor sich. Ne, es ist wieder Zaragoza. Zaragoza zieht einfach mal einen Straf und läuft einfach mal durch. Zaragoza! Und Kevin Müller hat den Ball wieder. Ah, es kann wohl flink sein, der Kerl. Oh, gute Ballbehandlung, dann einfach mal durchgestartet. Und dann leider keinen Bums hinter diesen Abschluss bekommen. Ah.
Rafael Guerrero im Mittelkreis am Ball. Kann ein paar Meter machen. Jetzt stehen die Heidenheimer auch defensiver ein Stück. Davis kriegt den Ball auch erst im Nach positionieren. Kane, guter Ball für Chupo. Ein Ticken zu lang. Ein Ticken zu lang. Mann. Oh, gute Idee. Ja. Vielleicht muss Chupo durchziehen noch mehr. Ich krieg es nicht mehr. Ich kann das nicht, Leute. Ich kann das nicht. Zwei Minuten noch. Plus Nachspielzeit. Was gibt es? Drei, vier Minuten gibt es vielleicht maximal. Eigentlich drei Minuten Nachspielzeit, glaube ich. Maximal drei Minuten könnte es geben. Drei Minuten sind eigentlich Maximum. Foulspiel gegen Davis. Gelbe Karte gegen Ehren Dingchi. Vierte gelbe Karte für Ehren Dingchi und es muss kurz erstmal zu Buche geführt werden. Und das vor weiterhin. Luca Kotos mit 5 Euro. Was hat Thomas Tuchel damit zu tun, dass die nichts hinkriegen? Checke nicht, was die alle auf den Trainer gehen. Wenn zum Beispiel Kane das Tor aus 1 Meter nicht trifft, ist das nicht Tuchels Schuld? Ja, natürlich, auch den muss er machen, aber an sich allein schon wieder die Entscheidung, dass Thomas Müller hier irgendwie gefühlt 80 Minuten auf dem Platz steht und dann erst ausgewechselt wird. Dass denn Mathys Tel gar nicht erst in der Startelf steht. Es sind zu viele Entscheidungen. Er stellt diese Truppe ein. Natürlich kann er irgendwann auf dem Platz auch nicht mehr machen, aber das ist einfach kein. Der passt halt einfach nicht zu Bayern, der Kerl. Ich bin froh, wenn der jetzt bald weg ist. Danke aber für die 5 Euro. Rafael Guerrero dreht sich um die eigene Achse. Choupo-Moting. Saragossa geht zur Grundlinie, täuscht an, bringt jetzt hier rein, aber der spielt irgendwie nicht ab. Der Saragossa. Leimer hat den Ball wieder. Guerrero mit Harry Kane, Schuss geblockt. Guerrero, oh, lass dich da faulen, da musst du das Foul mitnehmen. Upamecano fängt den Ball ab. Die letzte Minute läuft schon. Danke für Mitgliedschaft und Spenden. Guerrero auf Kane. Harry Kane. Zu Tell abgelegt. Davis. Alfonso Davis. Choupo-Moting. Busch schlägt den Ball lang raus. Upamecano nimmt ihn wieder mit der Brust runter. Fünf Minuten? Nee. Drei Minuten, glaube ich. Oder doch 5 Minuten, ich habe es nicht gesehen. Nächste Hereingabe, völlig verloren, völlig überhastet. Wer war das? Saragossa, glaube ich. Nee, Kimmich, schlechte Hereingabe, Kimmich, völlig überhastet. Lasst alle nochmal ein Like da, Leute, und ein Abo, dass wir wenigstens die 55.000 noch voll machen, wenn du Fan von FC Bayern bist. Dann würde es mich freuen, wenn du hier eben abonnierst und wir die 55.000 noch voll machen. Also, wow, ich bin schon wieder maximal gebrochen. Wow. Florian Pick wird jetzt gleich eingewechselt werden. Min Jae Kim gewinnt das Kopfballduell hier nicht. Die beiden kriegen den Ball. Upamecano wieder in den Fuß von Ehren Dingchi. Und Davis, den kann er erlaufen. Dingchi muss aufpassen, hat eben die gelbe Karte gesehen. Einwurf für die Bayern. Ich hab's euch von Anfang an gesagt, dass ich ein ganz schlechtes Gefühl habe. Kim, Guerrero. Wieder Upamecano, Leimer steht nicht frei, Kimmich wird angespielt. Kimmich, jo, spielt er mal einen Ball, den von euch mit der Brust annehmen muss, zurück, okay. Und Guerrero spielt hier einen schönen Ball für Saragossa. Brian Saragossa, Einwurf für den FC Bayern. Es gibt tatsächlich 5 Minuten obendrauf. Ehren Dingchi geht raus, dafür kommt jetzt Pick. Boah. Nein, Steffen Tigges hat ein Tor geschossen, als ob. Ehren Dingchi auch, boah, starke Partie gemacht. Oh Mann. Und die Bayern, der Ball wird geklärt.
Digga, als ob Tigges 90 plus 1 falsch mit 90 plus 2. Köln dreht das Spiel in den letzten 2 Minuten. Oh oh. Kleindienst nochmal. Tim Kleindienst. Upa kommt hinterher. Ja, Kleindienst zieht nach außen bis zur Eckfahne und kriegt sogar das Foulspiel. Ich kann das nicht mehr. Er kriegt sogar das Foul. Es war sogar eins. Es tut sogar auch wirklich weh. Wir stellen uns so dumm an. Wir stellen uns so dumm an. Oh. Wie kann man sich so blöd anstellen? Mann. Freistoß. 2 Minuten sind es noch. 2 Minuten sind es noch. Nein. Was ist das? Freistoß Heidenheim oder wie? Ball beim Aus, ein Heidenheim, 1,5 Minuten noch. Choupo-Moting holt einen Abstoß. Na, geht doch. Abstoß. Ulreich hat scheinbar irgendwen umgerannt. Weil er keinen Ball bekommt. Was sind das denn auch für Leute hier, ey? Das ist doch so Einwurf Heidenheim. Ne, Einwurf Bayern. Davis mit dem Einwurf. Über Guerrero. Junge, Heidenheim presst es zu. Kim spielt den Ball ins Nichts. 60 Sekunden noch. Das ist krass. Bayern kommt hier nicht hinten raus. Bayern wirklich ohne Chance gerade. Wow. Einwurf Bayern. Nochmal, 1/2 Minute noch. Also es muss jetzt der Lucky Punch sein, der letzte Angriff. Traoré. Bayern holt nochmal einen Ball zurück. Einwurf Heidenheim. Ja, das war's jetzt. Es gibt nochmal einen Abstoß. Es gibt nochmal einen Abstoß. Ah, 5 Minuten sind rum. Ah, ne, never mind. Es gibt sogar die Ecke. Gibt sogar die Ecke, ja, okay. Wow. Boah. Mann, das tut weh. Ich fass es nicht, wirklich. Es bricht mich so dolle, dass Heidenheim hier gewinnt. Und ich würde so gerne jetzt hier würden sitzen, es ist so unverdient. Aber die haben es wirklich verdient. Die haben ne wirklich schwachen ersten Durchgang gespielt. Kommen so gut in die zweite Hälfte rein. Drehen das Spiel innerhalb von 2 Minuten, nicht mal 2 Minuten, mit dem Ausgleich. Und spielen dann mutig weiter, laufen das Ding vorne früh an und spielen so einen geilen Konter zum 3:2. Wirklich, ich bin so wütend, weil wir wieder so scheiße spielen, Mann. Aber Respekt an Heidenheim, die haben ja ein geiles Ding hier gespielt, vor allem im zweiten Durchgang. Oh, Mann. Oh Gott. Das wäre es jetzt noch gewesen, hinterm Stuhl überzufallen. Erstmal Fenster auf. Fenster auf und ach, es ist zu hell für dich. Scheiße. Ey Leute, ne, wirklich, ich schaff das. Ich verstehe es nicht. Ich kann das nicht. Erste Halbzeit, es war wirklich, ab dem Zeitpunkt der Tore, das war nicht schlecht, was gespielt wurde. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Aber was dann? Was dann? In der zweiten Halbzeit, ach guck mal hier, Kuss, 55.000, danke, dass wir das gepackt haben. In der zweiten Halbzeit ist es wieder Quatsch, ne? Ist es wieder Quatsch, jetzt geht's am Dienstag, geht's nach London zum FC Arsenal. Und ich kann, also hört weg, wenn ihr unter 4 seid, die werden uns so wegbumsen, die Arsenal-Leute. Arsenal wird uns so nach Hause schicken, wenn wir da auch so auflaufen. Das ist ja wirklich kriminell, was hier passiert. Das ist kriminell, was der FC Bayern hier schon wieder gespielt hat.
Also wirklich, bei allem Respekt an Heidenheim, ja, die spielen eine geile Saison, aber das ist kein Top-Team. Die muss der FC Bayern München hier wegfegen. Ach schön, ach wie schön. Und die Hälfte der Bayern, die Hälfte der Spieler geht direkt wieder weg. Die Hälfte der Spieler geht direkt in die Kabine, ne? Und wer steht da vor der Tribüne jetzt? Saragossa steht da, Davis steht da noch. Wow, unangenehm, hochgradig unangenehm. Ein paar junge Spieler stehen da jetzt noch, schön. Schön. Ey, ich fasse es nicht. Ich fasse es wirklich nicht, Leute. Ich kann... Es ist unglaublich, wirklich. Das ist krass, das ist wirklich, es ist heftig, das ist heftig. Das ist heftig, echt heftig. Hat das erste Mal, dass Bayern zu einem Bundesliga-Debütanten verloren hat seit 2000. Obwohl, ja gut. Gut, die Statistik kann man sich immer irgendwo herzen. Ich würde sagen, wir gehen in die Nachberichterstattung rein. Oh. Ich habe hier meine Kamera beim letzten Hauen auf den Tisch ein bisschen die Kamera verstellt. Ja, so ist besser. Was haben wir? 28. Spieltag. Ja, ne? Ja. Okay. Am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga reist der FC Bayern München zum ersten FC Heidenheim. Die Aufsteiger diese Saison, die ein wirklich gutes Jahr bisher spielen. Überraschend für viele auch auf Platz 11 tatsächlich gelandet. Die Heidenheimer, die wirklich ein gutes Jahr spielen, treffen jetzt auf den FC Bayern München, der für die Bayern-Verhältnisse kein wirklich gutes Jahr spielt. Kein gutes Jahr spielt, das wirklich gut, kann man sich auch einfach schenken an der Stelle. Der FC Bayern München mit einigen personalen Veränderungen, denn es fehlen ganze 5 Spieler in diesem Kader wieder. Coman, letzte Woche sein Comeback gegen Dortmund, verletzt. Sané, verletzt. Manuel Neuer, verletzt. Alexander Pavlovic, verletzt. Und zu guter Letzt auch noch Rechtsverteidiger Nusair Masraoui, die alle verletzt. Dazu kommt noch, dass denn Sacha Boey auch sowieso wieder ausgefallen ist. Damit die Lage beim FC Bayern München nicht wirklich gut zurück in der Startelf. Allerdings deswegen war Serge Gnabry sein Startelf-Comeback. Aber auch erst sein zweiter Startelf-Einsatz tatsächlich in der Bundesliga in dieser gesamten Saison. Der Mann ja von vielen Verletzungen geplagt gewesen. Und das schon mal vorab. Serge Gnabry hat eine wirklich richtig gute Partie hier heute gespielt gegen die Heidenheimer. Die Anfangsphase war recht ruhig, es waren Abtasten beider Mannschaften, wirklich gute Chancen, waren absolute Mangelware, das haben wir nicht gesehen. Die erste gute Möglichkeit gab es dann für die Bayern in der 27. Minute, als eine Kimmich-Flanke auf der linken Seite durchrutscht und dann bringt Serge Gnabry eine erneute Flanke im zweiten Pfosten, sehr, sehr scharf getreten. Und da war es dann Thomas Müller, der eingelaufen ist, diesen Ball allerdings nicht verwerten konnte. Trotzdem war der Ball auch gar nicht so knapp am Tor der Heidenheimer und Kevin Müller vorbei.
Wenig später gingen die beiden dann allerdings endlich in Führung und zwar in der 38. Spielminute. Alles beginnt mit einem Abschlag vom Torwart, denn können die, also vom Heidenheimer Keeper, die Bayern machen gutes Pressing. Thomas Müller kann ein interessantes Luftduell behaupten und das gewinnt, spielt den Ball zu Serge Gnabry rüber, der läuft im Strafraum parallel zu ihm, läuft Harry Kane, Gnabry bringt den Ball, einen etwas hohen, halbhohen Ball zu Harry Kane rüber, der den Ball gerade so im Auftropfen direkt in Richtung langes Eck schickt. Von der rechten Seite kam der Angriff, beziehungsweise von rechts, halb rechts kam Serge Gnabry. Ziemlich zentral war es dann Kane zum Abschluss. Technisch sehr, sehr anspruchsvoll hat Harry Kane wirklich, wirklich gut gemacht. Das Tor wurde noch auf Abseits überprüft, aber in der Szene war alles sauber. Der FC Bayern München geht in Führung. Und in der 45. Minute konnte diese Führung noch ausgebaut werden. Denn Alphonso Davies kriegt den Ball auf der linken Seite von Konrad Leimer. Davies ein bisschen wackelt ein bisschen gegen den Gegner, hat dann aber ein bisschen Platz. Schlägt dann eine wirklich sehr, sehr zarte Hereingabe in den Strafraum. Und da steigt dann Serge Gnabry tatsächlich hoch, der den Ball entgegengesetzt. Der Laufrichtung von Kevin Müller ins Tor köpft. Das also das 2:0 kurz vor der Halbzeit. Serge Gnabry kann also nach 45 Minuten Startelf-Comeback ein Tor sowie eine Vorlage für sich verbuchen. Dann ging es also in die Halbzeit. Die Bayern mit einer 2:0-Führung, die zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall verdient war. Nach der Halbzeit kamen die Heidenheimer allerdings richtig gut ins Spiel. Und an der Stelle als Fan, bekennender Fan des FC Bayern München, muss ich sagen, ich weiß nicht, was Thomas Tuchel diesen Männern in der Halbzeitpause gesagt hat, dass die so anders auftreten. Heidenheim wechselt zur Halbzeit dreimal. Piringer, Sesser und Busch kommen für Beck, Schöttner und Föhrenbach. Und vor allem Piringer und Sesser, die Namen sollte man sich merken. Denn 50. Minute, Anschlusstreffer, Heidenheim 1:2. Es ist ein langer Abschluss von Torwart Kevin Müller. Min Jae Kim kommt nicht so richtig ins Kopfballduell mit seinem Gegenspieler Tim Kleindienst, dann landet der Ball bei Piringer, der eben gerade eingewechselt wurde vor 5 Minuten, der den Ball dann durchsteckt für Sesser, der ein bisschen von Upamecano entwischt ist, weil Upamecano zögerte. Er ist erst rausgerückt, zögert dann aber doch, ob er nicht den Gegenspieler decken soll, dann ist der Ball im Endeffekt vorbei an Dayot Upamecano und Heidenheim mit dem Anschlusstreffer. 50. Minute ist das passiert. Ganz, ganz wenig später, 51. Minute nämlich, Heidenheim erzielt den Ausgleich. Ich weiß gar nicht, wie es so weit kommen konnte. Auf der linken Außenbahn kriegt Jan-Niklas Beste einen Ball. Und Jan-Niklas Beste, alle Leute, die ansatzweise was von Heidenheim und der Bundesliga verfolgen, wissen, was der Mann für einen feinen linken Fuß hat. Der schlägt eine traumhafte Flanke perfekt über die Köpfe der Abwehrspieler des FC Bayern München in den Fuß von Tim Kleindienst, der den Fuß reinhält und hier zum Ausgleich, schießen kann. Wundervolle Flanke von Jan-Niklas Beste. Ich werde an dieser Stelle auch mal die Lanze dafür brechen und das sage ich schon seit Wochen. Jan-Niklas Beste muss mit zur Europameisterschaft. Der Mann schlägt Flanken und Freistöße wie ein junger Gott. Diese Ecke, die er auch Ecken und Freistöße wie ein junger Gott. Standards von denen sind absolut krank. So einen Rollenspieler braucht man, um erfolgreich zu sein. Allein dafür würde ich den mitnehmen, was der hier schon wieder an Standards geschossen hat und diese Flanke wirklich war richtig, richtig krank. Die Heidenheimer haben jetzt aber wirklich gut gespielt, hatten mehrere Möglichkeiten, aber auch die Bayern hatten einige gute Chancen, zum Beispiel 56 Minute gute Parade von Kevin Müller. Wenig später gab es eine gelbe Karte für Thomas Tuchel, der am Meckern war an der Seitenlinie. Wenn ich so ein Trainer wäre und so aufstellen würde, würde ich auch meckern. Das ist so, so krank, was da passiert ist. Weiter, Thomas Tuchel auch on fire gewesen, Bayern mit einigen guten Möglichkeiten. Kane, einmal einen Schuss gehabt, der knapp links vorbeigeht, einen Schuss gehabt, der knapp rechts vorbeiging am Tor. Serge Gnabry mit einem Abschluss, Jamal Musiala mit einem guten Abschluss. Dann Musiala mit einer richtig geilen Szene, trippelt sich wieder, linken Strafraum, es sah hat ein bisschen erinnert wie an das Tor, was er gegen Freiburg geschossen hat. Er dribbelt durch, geht zur Grundlinie, bringt den Ball mit Druck vorher, aber da steht wieder keiner, weil Kane und Gnabry beide spekuliert haben, dass der Ball in den Rückraum kommt. 67. Minute wurde dann Serge Gnabry ausgewechselt für Mathis Tel, was ich an der Stelle sagen muss, ich habe mir gewünscht, dass Müller ausgewechselt wird, weil der einfach kein gutes Spiel gemacht hat. Mathis Tel dann für Gnabry gekommen, Gnabry geil gespielt, wahrscheinlich der beste Bayern-Spieler überhaupt auf dem Platz gewesen. Musste wahrscheinlich allerdings raus, weil es für mehr Minuten einfach noch nicht reicht. Deswegen dann Mathis Tel im Spiel. Direkt danach erste gute Möglichkeit. Goretzka leitet hier einen guten Angriff ein, macht viele Wege, steckt den Ball links im Strafraum durch auf Musiala. Der läuft auf den Torwart zu und der Torwart hält diesen Ball sehr, sehr stark. Und wenig später rechts nochmal Harry Kane in einem flachen, starken Abschluss. Aber auch der Ball geht neben das Tor. 73. Minute.
Jan Niklas Beste schießt eine saugeile Ecke. Sessa, der eingewechselte Mann, ist am zweiten Pfosten völlig frei. Sven Ulreich da allerdings mit einer Riesentat richtig gut gehalten. Und dann 75. Minute. Freistoß, Jan Niklas Beste. Und ich habe hier gesessen. Ich saß hier und ich dachte, es ist soweit. Jan Niklas Beste haut uns jetzt diesen Freistoß rein. Und der hat einen so guten Freistoß geschossen. Allerdings zum Glück für die Bayern aufs Außennetz. Aber alles egal. Denn 79. Minute, es beginnt in der 78. Minute, die Bayern mit dem nächsten Angriff, mit dem nächsten Konter, aber dann ist es Musiala, der Musiala wurde kurz ausgewechselt, es ist einfach ein ungenauer Ball, Choupo-Moting, glaube ich, mit einem ungenauen Ball für Matthijs Tell auf links außen, den erobert Omar Traoré. Und der denkt einfach, okay, ich laufe einfach mal geradeaus durch, mit viel Tempo laufe ich die rechte Außenlinie entlang. Und das funktioniert, der spielt den Ball von da aus dann auf Piringer, der macht weiter die Meter und spielt den Ball dann im Strafraum noch einmal quer vor den Abwehrspielern, vor der Jopa Meccano her. Und da steht dann Tim Kleindienst, der sein zweites Tor erzielt und damit den Führungstreffer für die Heidenheimer. Das ist richtig, Heidenheim dreht hier ein Spiel. Aus einem 0:2 macht Heidenheim zu Hause in der Wolf Arena ein 3:2. Es ist unfassbar, was der FC Bayern schon wieder spielt. Die erste Halbzeit von den Münchnern war echt nicht schlecht. Das war in Ordnung, 2 Tore Führung, alles solide. Aber man kommt schlecht aus der Halbzeit. Heidenheim muss man an der Stelle ganz, ganz viel Respekt zollen. Für den Aufsteiger haben die, also nicht nur für den Aufsteiger, die haben generell eine richtig gute Partie hier gespielt. Also einen richtig guten zweiten Durchgang gespielt. Erste Halbzeit waren sie eher ruhiger und haben die Bayern kommen lassen und sich auch viel hinten reingestellt. Im zweiten Durchgang wirklich auch irgendwann aktiv die Bayern zugestellt. Am Ende in den letzten Minuten gar nicht mehr hinten rauskommen lassen, weil sie so zugepresst haben. Das war krass. Riesenrespekt an Heidenheim. Im Endeffekt wirklich verdiente 3 Punkte, die Heidenheimer hier einsammeln konnten. Wenn wir nochmal einen Blick auf die Tabelle werfen wollen zum Schluss. Leverkusen 76 Punkte jetzt. Es tut so weh. 16 Punkte vor dem FC Bayern München bei einem Sieg der Leverkusener, beziehungsweise bei einem, ich weiß nicht das Szenario ganz genau, aber Leverkusen kann, wenn Bayern, glaube ich, wieder patzt, am nächsten Spieltag deutscher Meister werden. Beim FC Bayern muss man jetzt ein bisschen darauf hoffen, dass der BVB und Stuttgart, eigentlich muss man hoffen, dass Dortmund jetzt gewinnt gegen den VfB, das Spiel ist heute Abend noch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie das Spiel ausgegangen ist. Sonst wäre man punktgleich mit dem VfB und dann muss man vielleicht sogar noch aufpassen, vielleicht sage ich noch darauf aufpassen, dass man in die Champions League überhaupt kommt. Schreibt mir gerne deine Meinung zum Spiel in die Kommentare. Wieder eine katastrophale Leistung overall vom FC Bayern. Zweiter Durchgang. Richtig, richtig schlecht. Wie auch immer das alles passieren konnte. Schreibt es in die Kommentare. Vielen, vielen Dank für 55.000 Abonnenten. Abonniert den Kanal, um in Zukunft nichts dazu verpassen. Haut rein. Ciao, ciao. Leute, ich bin so gebrochen, ne? Ich bin wieder so gebrochen. Ich weiß nicht, ob ich gleich Spielerwertung mache, weil ich nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Ich kann dieses Spiel irgendwie nicht richtig bewerten. Wow. Oh. Oh Mann, ey. Heidenheim dreht das Spiel. Leute, das ist echt, das ist richtig heavy. Das ist richtig heavy, Mann. Ach, Kacke, jetzt brauche ich auch noch hier einen anderen Browser. Alle mal übrigens, alle, die jetzt hier noch da sind, auch auf TikTok, alle mal das Plus wegmacht. Über 500 Zuschauer. Schreibst du gerade Kündigung für Tuchel? So in der Art, ja. So in der Art schreibe ich das gerade. Ungefähr sowas. So, kurz bei ihm. Der hat hier alles verschoben auf meinem Tisch wieder, nachdem ich eben gehauen habe. Ey, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Heidenheim holt hier wirklich das Spiel. Die gewinnen das hier wirklich. Boah. Boah, es macht mich wirklich so kaputt, Leute, ne? Das macht mich so kaputt, das ist so krass.
Also wirklich, wie kann man denn so spielen? Wie kann das schon wieder passieren? Wirklich schon wieder. Wie kann das hier wieder passieren? So krank, ne? Vor allem bei, weißt du, wir spielen so und Leverkusen zaubert da scheinbar, ich habe gerade nebenbei lief alle Tore, was auch immer. Leverkusen hat scheinbar schon wieder wirklich einfach ein richtig geiles Spiel aufs Parkett gezimmert. So krank, Alter. Was Leverkusen macht, ist so krank. Neunter Sieg auch noch in Folge. Leverkusen ist so krank. Ich bin wirklich, es macht mich fix und fertig. Fix und fertig. Mann, Alter, ich muss mal kurz hier noch die Tags und so machen. Digga. Sorry. Oh Mann. Oh Leute, ey, und Dienstag gegen Arsenal. Oh.
So, Leute, hier ist der Link zur Nachberichterstattung. Ihr seid 600 Leute, guckt euch die bitte alle mal gerade an, schreibt alle einen Kommentar. Alle von TikTok, auch über 500 Leute noch, kommt mal in den YouTube-Chat. Ihr habt sogar 100.000 Likes insgesamt geschafft, gerade so bin ich immer darüber froh. Kommt gerne mal auf YouTube, an den YouTube-Kanal und guckt euch da eben die Highlights an. Das würde mich sehr, sehr dolle freuen. Das ist so krass, Leute. Es ist so krass. Es ist so, so crazy. Eine Minute 26. Ich habe es sogar, glaube ich, eben gesagt, 86 Sekunden. 86 Sekunden haben gereicht, damit Heidenheim das aus 0-2 auf 2-2 schraubt. Alter Schwede, ich kann das nicht mehr, ne? Kann das nicht mehr. Ich schicke euch den Link nochmal rein. Checkt bitte unbedingt die Nachberichterstattung ab. Push die, lasst da einen Kommentar da. Macht da Meta, Junge. Es ist so krank. Sag mal, wieso kann ich denn jetzt hier eigentlich nicht mehr irgendwo noch Bayern-Nachbericht gucken? Wieso gibt es denn hier jetzt keinen Nachbericht? Ich will ein Interview von Müller hören. Nee, das ist jetzt hier gegen Stuttgart. Hä? Wollen die mich völlig verarschen? Sport. Nö, ich weiß gar nicht, wo das hin ist. Alle Spiele, alle Tore. Aha. Das habe ich scheinbar geguckt. Schön.
Gibt heute scheinbar kein Interview, das liebe ich ja. Das liebe ich ja, richtig. Ah, doch, Interview. Christoph Freund im Interview. Kommt noch PK. Boah, ich glaube, ich nehme morgen Reaction-Video zur Pressekonferenz auf. Ich habe jetzt gleich was vor und es gibt, glaube ich, kein. Ich weiß wirklich nicht, was ich bei einer Spielerbewertung zu sagen soll. Weil an sich. Die Einzelspieler, klar, Davis hat. Also, ich würde viele Spieler wahrscheinlich bei schwaches Spiel einranken einfach. Wenig bei gut. Aber das ist. Ich weiß nicht, woran. Ich kann es euch wirklich nicht sagen, Leute. Weil ich würde es euch gerne sagen können. Ich weiß wieder nicht, woran es gescheitert ist. Dieses Team funktioniert einfach nicht zusammen. Die Einzelspieler, es war jetzt ja nicht so, dass irgendwie ein Einzelspieler total Katastrophe war. Oder die Einzelspieler insgesamt nicht funktioniert haben. Es war einfach. Nee, es war halt einfach super schlecht. Ja, ich sehe es auch. Freund sagt, Tuchel sitzt in London auf der Bank. Der will natürlich nicht, auch vor allem nicht öffentlich sagen, yo, Thomas, das war's. Boah. 16 Punkte Rückstand hat es das schon mal gegeben. Ja, aber da war normalerweise der FC Bayern halt ganz oben. Alter, selten hatte die Hammer ein W-Tag. Er sagt auch, du musst jetzt einen Trainer holen, der gegen Arsenal das packt. Ach was, Tuchel im Interview! War ein bisschen zu laut. Keine Ahnung, wie es passieren kann. Schön. Wir gucken auf die Gegentore. Es ist so schlimm, Leute. Wenn ihr jetzt gleich was von Expected Goals spricht, Junge, dann werde ich hier aber. Also dann gehe ich völlig deppert.
Das war auch so eine geile Flanke von Beste, Mann. Das war so eine kranke Flanke von Jan-Niklas Beste. Das Ding ist, Leute, ich habe es auch letzte Woche, glaube ich, gesagt. Und letzte Woche war ich wirklich, da war noch irgendwo der letztes Fünkchen an Hoffnung da, ne? Ich sag's euch auch immer noch, dass ich habe es da gesagt, ich glaube an diese deutsche Meisterschaft. Ich glaube an die deutsche Meisterschaft, bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist, glaube ich daran, dass Bayern es holen kann. Letzte Woche war der Dämpfer und das jetzt heute ist der Sargnagel. Also, wirklich, also so sehr ich es auch mir wünschen würde, dass ich noch dran glaube, ich kann es nicht mehr. Ich kann auch nach diesem Spiel nicht mehr an dieses Team glauben. Schön, Tuchel weiß nicht, wie er jetzt positive Energie in die Mannschaft bekommt. Denn das hört man doch gerne von seinem Coach. Das hört man doch richtig gerne von seinem Coach. Real Talk, Leute, es macht keinen Spaß, Thomas Tuchel in diesen Interviews zuzuhören. Wieder pissig, der ist da pissig wie ein kleines Mädchen. Hey, Lothar Matthäus sagt, er kann sich vorstellen, dass Bayern innerhalb der nächsten 24 oder 48 Stunden noch reagiert. Ja, das wäre ja schön. Das wäre ja schön. Ey, es ist so pervers, Leute, ne? Tuchel zu holen ist das Schlimmste, was diesem Club passiert ist, Alter. Wirklich, man könnte jetzt mit einem geilen, jungen Trainer da stehen, der richtig geil ist auf jedes Spiel, Mann, aber... Glaubst du wirklich, dass Leverkusen noch alle Spiele verliert? Eher nicht. Redest du mit mir? Redest du mit mir? Auf gar keinen Fall. Leverkusen. Ich werde es noch nicht... Leverkusen ist deutscher Meister. Was soll ich euch erzählen, Leute? Das ist also so viel ich auch dran glaube. Und ich habe letztes Jahr auch bis zur letzten Sekunde dran geglaubt. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Nicht, wenn man so schlecht spielt. Das ist so heavy, Leute, ne? Es ist so heavy.
Ich bin gebrochen, Leute. Ich bin völlig gebrochen. Völlig gebrochen. Einmal in der Mitte durch. Wirklich. Einmal in der Mitte durch hat es mich gebrochen. Alle, die jetzt gerade noch im TikTok-Stream auch am Start sind, checkt mal das neueste Video. Es müsste jetzt gerade eins online kommen. Kommentiert mal direkt darunter, dass ihr die ersten seid. Mr. Thory, vielen, vielen Dank für die Rosen. Kuss, 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 Kuss. Danke, danke, danke. Bayernzone auch vorher nochmal. Lense, Gagamail hat GGs gespendet. Alle, danke an alle, die was auf TikTok auch reingeschickt haben. Macht das Plus weg auf jeden Fall und checkt mal eben das neueste Video ab. Es ist so übel. Haben sie sich verdient, die Heidenheimer jetzt richtig krass zu feiern. Das haben sie sich verdient einfach. Eieieiei. Oh, Leute. Alter, Finn hat den live geteilt, brutal. Emilian folgt mir jetzt, Macher. Dein Fazit? Was soll ich sagen? Oh Leute, sorry, dass die Uhr noch an ist. Auf TikTok, sorry, dass die Uhr noch an ist. Wartet. Was soll ich? Weiß nicht, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, ich hab's in dem. Es kommt jetzt auch gleich ein TikTok, wahrscheinlich irgendwann im Laufe der nächsten Stunde. Heidenheim hat sich diesen Sieg verdient. Heidenheim hat hier wirklich verdient gewonnen. Und das meine ich zu 100% ernst. Erster Durchgang, klar, der war nicht stark von einem. Und auch beide hatte gute Chancen. Aber die haben so mutig gespielt und einfach selbstbewusst gespielt und es dann wirklich meiner Meinung nach zu 100% verdient gewonnen.
Es ist so brutal, Leute. Es ist so brutal. Tja, Leute. Ihr, wie gesagt, das war's an der Stelle jetzt von dem Stream hier heute. Checkt gerne noch die Nachberichterstattung aus. Das müsst ihr unbedingt machen, wenn ihr vom Stream kommt. Lasst einen Kommentar da. Ich habe keine Spielerbewertung. Vielleicht mache ich sie morgen auch noch. Immer Pressekonferenz, Reaction kommt morgen auch. Ich weiß nicht. Ich kann es euch nicht erklären, was heute passiert ist in diesem Spiel. Ich kann es euch nicht erklären. Ihr könnt gerne noch kurz in diesem Stream drin bleiben. Dann werdet ihr nämlich automatisch auf diese Seite verlagert. Am Dienstag bin ich... Ups, das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Am Dienstag bin ich ab 19 Uhr live am Dienstag für Bayern gegen Arsenal. Das wird ein ganz, ganz schwieriges Brett. Bleibt kurz drin, dann könnt ihr auf diese Seite kommen. Für euch sieht das dann so aus. Dann lasst ihr alle einmal ein Like da unten, aktiviert hier die Glocke, um das Spiel am Dienstag auf gar keinen Fall zu verpassen. Denn da wird es nämlich richtig, richtig heiß, Leute. Ich wünsche euch allen was. Ich bin... Danke, 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 all die zugehört haben. Bleibt noch kurz drin. Ich wünsche euch was. Es ist sofort zu Ende. Haut rein. Nehmt die Niederlage nicht zu hart. Morgen wird auf jeden Fall irgendwas kommen. Guckt euch die TikToks und Shorts an. Haut rein. Ciao, ciao.